Okay, seid ihr bereit, dass es weitergeht, dass wir ins Bett gehen? Ich bin gespannt, ob jetzt das Kapitel 2 beginnt. Wir werden sehen. Wir gehen mal ins Bett. Es wird spät. Ich sollte im Schlaf neue Kraft gewinnen. Ja, wir können auch wach bleiben, falls wir noch was erledigen, ne? Nö. Code haben wir nicht kopiert. Ich hoffe, dass er sich das gemerkt hat. Beziehungsweise, dass wir da nochmal ins Buch schauen können, wenn es soweit ist. Okay, er schläft ja relativ lange, ne? Zeigt, zurück an die Arbeit zu gehen. Okay, der Tag 2 beginnt so, wie der Tag 1 begonnen hat. Oh mein Gott, die Pfütze, die wird hier auch immer größer, oder? War die schon von Anfang an so groß? Gibt es hier was Neues? Nee, das ist genau das Alte, ja. Aufräumen will er auch immer noch. Gut, gehen wir runter. Wir können denen jetzt Gott sei Dank das Geld geben. Ah! Sch! Es ist alles gut, Ursula. Oh, irgendwas ist hier passiert. Guten Morgen. Was ist passiert? Ein Sturm ist letzte Nacht heraufgezogen. Er hält schon den ganzen Morgen an. Stimmt, davon war immer die Rede. Clara und ich versuchen alles, damit wir hier nicht doch noch weggespült werden. Peter und York sind draußen und versuchen irgendwie der Fluten Herr zu werden. Warte mal, ich muss mich kurz mal erinnern. Ah ja, genau. Das sind Peter und York. Ihr nennt euch Vater und Sohn. Oh mein Gott. Ist der Hof in Gefahr? So viel Regen ist immer gefährlich, aber wir haben schon Schlimmeres überstanden. Es geschieht, wie Gott es will. Wir müssen an die Vorsehung glauben und ertragen, was auch kommen mag. Oh, ich habe etwas zu essen für euch. Ob wir dann in dem Sturm da hochgehen können? Hier, verzeiht, dass ich nicht mehr vorbereitet habe. Ah ja, schaut mal, wir können von Otto grüßen. Was denken wir dazu? Wollte Otto nicht, dass ich sie grüße? Er macht ihr sicher den Hof. Hm. Warte mal, und? Sie sind nicht verheiratet, oder? Ihr auch nicht, noch nicht. Warum also nicht etwas vorführen? Okay, ob wir uns an sie ranmachen? Uiuiui. Hm. Warte mal, was passiert dann? Wenn ich mich zwischen Otto und Eva stellen würde, wäre das furchtbar für alle Beteiligten. Ja, nee. So weit gehen wir jetzt mal nicht. Das ist jetzt auch... Nee. danke, ich soll euch übrigens von Otto grüßen. Oh, hat er das? Haha. Hm. Gut. Vielen Dank. Einen schönen Tag in der Abtei, Andreas. Werdet nicht allzu nass. Danke, gleichfalls. Viel Glück. Ja, genau. Er ist Frauenheld, aber kein Arsch. So sehe ich das auch. Okay, es geht direkt los. Oh mein Gott, was hier passiert? Andreas! Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass die Mauer kaputt ist. War das die Flut? Jawohl, muss in der Nacht gebrochen sein. Einige unserer Schafe sind getürmt. Die müssen wir später noch suchen. So ist es halt immer. Regen fällt auf die Abtei und strömt dann zu uns kleinen Leuten herab. Ja, ich konnte das Geld noch nicht abliefern. Wir gehen noch mal rein. Nun, darin ist aber jetzt nicht die Abtei schuld. So funktioniert Regen eben. Das war ein lustiges Argument von Ihnen. Es gibt einen Grund, warum wir hier unten sind und die da oben, Andreas. Ah, ja, okay. Naja, ich muss zurück an die Arbeit. Man sieht sich später. Stürmischer Morgen. Sintflut. Wir sind aber immer noch im ersten Kapitel. Ich guck mal ganz kurz. Gibt es irgendwie jetzt noch eine besondere Quest? Okay, das haben wir erledigt. Sintflut. Das Wetter ist schrecklich, aber ich muss noch zum Skriptorium. Hoffentlich haben sich die Gemüter seit letzter Nacht beruhigt. So, und die Steuern? Ja, wir gehen nochmal rein. Wir jetzt versuchen nochmal, ihnen das Geld zu geben. Ja, es geht vielleicht. Ich will das aber nicht Eva geben, sondern Clara, ne?
Hallo Andreas. Hallo Clara, ich habe etwas für euch. Oh, das sollte ausreichen für meine Miete und die offenen Steuern für die Abtei. Andreas, das ist weit mehr als eure Miete, das können wir nicht annehmen. Wir können jetzt hier im Stil eines Theologen antworten. Aber das finde ich jetzt in diesem Falle unangemessen. Sind wir einfach mal nett, weil die auch wirklich nett zu uns sind. Also, bitte, Clara, es ist das Mindeste, was ich tun kann. Ihr und Peter seid so liebenswürdige Gastgeber. Aber Andreas, woher habt ihr überhaupt so viel Geld? Seid ihr sicher, dass ihr selbst genug übrig habt? Nee, ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Keine Ahnung. Ja, erzählen wir ihr das. Ich habe Bruder Mathieu überzeugt, mich etwas früher zu bezahlen. Ich wollte sicher sein, dass ihr eure Steuern rechtzeitig entrichten könnt. Gott segne euch tausendfach, Andreas. Ihr ahnt nicht, was das für uns bedeutet. Ja, aber das finde ich tatsächlich auch ganz gut. Es ist wahrscheinlich besser, wenn ihr nicht darüber sprecht. Finde ich gut. Natürlich. Ich werde es niemandem gegenüber erwähnen. Trotzdem vielen Dank. Ich überlasse euch jetzt eurem Tagwerk. Gott segne euch. Bis später. Okay, können wir mit Eva noch was besprechen? Vollständig beglichen haben wir das Ganze jetzt. Die Kleine ist auch noch da. Ursula? Andrea! Die ist süß. Gut. Hier ist nichts mehr zu tun. Die sind da am Reparieren, bauen die Mauer wieder auf. Okay, dann gehen wir den üblichen Weg, den wir gestern auch gegangen sind. Sprechen aber kurz mal mit Endres. Hallo Andreas. Guten Morgen, Endres. Also, Otto und Eva, Ja, was ist mit ihnen? Ja, okay. So eine Bemerkung, die können wir durchaus mal machen. Das finde ich in Ordnung. Otto hat ein gutes Auge, das muss man ihm lassen. Vermutlich, sie ist eine gute, willensstarke Frau. Ich tratsche nicht, Andreas. Ja, kommt. Ich frage nicht, um die Gerüchteküche zu schüren, sondern weil ich mich um das Glück meiner Freunde sorge. Okay. Natürlich, Andreas. Alles nur neugieriges Geschwätz. Nun, wenn ihr mich fragt, denke ich, dass Otto ein bisschen zu langsam ist. Aha. Ach. Er ist alt genug, um nicht verliebt zu sein wie ein Schuljunge. Beide mögen einander. Wenn ihr die richtige Person gefunden habt, solltet ihr der Sache nachgehen. Es ist das, was ich tun würde. Wo ist denn Meisterin Schmiedin, wenn ich fragen darf? Oh, das ist eine private Angelegenheit. Okay, unsere heißt Sabine. Alles klar. Aber ihr könnt mir vertrauen, Andres. Sind wir nicht befreundet? Das sagen die Tratscher immer. Aber wir sind befreundet. Das kann ich nicht leugnen. Ich hoffe, jemanden an meiner Seite zu haben, wenn wir eine Familie gründen. Hä? Gott hat mir diesen Segen nicht gegeben. Was ist damit gemeint? Ich weiß nicht, hat er irgendwelche biologischen Probleme, Erektionsstörungen oder... Na, mal sehen. Das ist vielleicht gar nicht so bemerkenswert, wie die Leute sagen. Vielleicht. Ah, ich muss wieder an die Arbeit. Andreas, genug geredet. Bis später. Okay. So, dann... Oh, die Pfütze versperrt uns den Weg. Wir können hier nicht den konventionellen Weg entlang gehen. Meint wohl nur, er wünscht sich eine zukünftige Mutter an der Seite. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich habe da wahrscheinlich ein bisschen zu viel reininterpretiert.
Okay, dann gehen wir hinten rum zur Stadtmitte. Und da treffen wir erstmals auf die Bäckersleute. Ulrich, sprechen wir sie mal an. Ja, wir werden ganz schön nass. Gott zum Gruße, Andreas. Da haben wir es aber mit einem hübschen Frühjahrssturm zu tun. Hoffentlich lässt er bald nach. Ja, wirklich ärgerlich. Und bei dem Wetter muss ich den ganzen Weg zur Abtei hochlaufen. Alles Jammern hilft nicht. Man muss es geduldig ertragen und auf Gott vertrauen. Ulrich, ich habe Gret das Geld für das Schwarzbrot letzte Woche gegeben. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Okay, das ist eine Kundin. Kein Problem. Richte Linhard schöne Grüße aus. Aha, Linhard war, glaube ich, der Steinmetz, wenn ich mich recht entsinne. Gern, ich gehe jetzt erst heim und dann zu den Pfeifers. Guten Morgen, Agnes. Was ist denn bei den Pfeifers los? In etwa einem Monat müsste Helena ihr Kind bekommen. Ihre letzte Geburt war heftig. Er hat es nicht geschafft. Möge Gott seiner Seele gnädig sein. Ich will nur sicherstellen, dass ihre Chancen so gut wie möglich sind. Das liegt in Gottes Hand. Vertraue auf die Vorsehung. Selbstverständlich, Ulrich, aber ich tue alles, um zu helfen. Warum sollte der Herr die ganze Arbeit allein tun? Ich muss jetzt gehen. Warte mal, Agnes, ist das... Guten Tag zusammen. Andreas, haltet euch vom Regen fern. Helena? Ist bestimmt eine schöne junge Magd. Insofern sagt Helena, dass ich für ihre Gesundheit beten werde. Das wird sie zu schätzen wissen, Andreas. Vielen Dank, auf bald. Auf bald, Agnes. Da geht sie hin. Und wir gucken nochmal ganz kurz, wer Agnes und Helena eigentlich waren. Agnes. Agnes Steinauerin. Okay. Hebamme. Sie ist die Hebamme von Tassing. Verheiratet mit Linhard. Sie hat eine Tochter. Brigitta Bayerin, Ehefrau von Martin. Und wer ist Helena? Oder war das irgendwie ein Gag, den ich nicht verstanden habe? Eine Helena haben wir hier nicht. Glaube, das ist die Pfeiferfrau. Ach so. Okay, dann haben wir die hier noch gar nicht eingetragen. Helena war die Schwangere. Alles klar. Okay. So, können wir hier auch reingehen? Machen wir das mal. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Das sieht ja gemütlich aus. Und die kleine Anna spielt mit dem Teig. Oder hilft. Hallo! Und das ist die nette Gret. Du hast ihren Mann beim Schrein getroffen. Okay. Andreas, welche Freude, euch zu sehen. Ihr seht gut aus, wie immer. Wollt ihr mehr von meinem Roggen? Werte Gret, ihr wisst, dass ich nicht fernbleiben kann von eurem Roggen. Andreas. Ich kam vorbei und wollte Hallo sagen und jetzt muss ich mich verabschieden. Ihr seid ein guter Mensch und hier stets willkommen, Andreas. Und immer willkommen bei meinem Roggen. Bleibt gesund. Bis später, Gret. Okay, und was ist mit ihm hier? Ulrich. Gott segne euch. Gut, da ist nichts Neues mehr. Okay, zur Nordstadt wollen wir eigentlich nicht. Das ist das Steinauer Haus. Kommt, jetzt wo wir hier sind, gucken wir einfach mal überall ein bisschen vorbei. Dinge zu wissen ist immer gut. Aber hier ist niemand von den Steinauers da. So, die Katze. Schlau. Schlau heißt die Katze. Das ist aber eine andere Katze, ne? War nicht die andere Katze hat... War doch oben bei der Abtei, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Kirche und Druckers. Oh, bei den Druckers müssen wir uns jetzt noch entschuldigen.
weil die hatten uns auch zum Essen eingeladen, aber da ist das Haus verschlossen, da können wir nichts tun. Hier aber, hier werden wir kurz mal sprechen, Thomas. Vater, ich habe das schon einmal gesagt, aber es ist nicht gut, dass das Wasser hier so schnell abfließt. Das wirkt sich auf das Fundament aus. Es muss überprüft werden. Ich verstehe, aber wenn ihr hier grabt, könntet ihr die Toten stören, die im Hof verwesen. Natürlich, Vater, aber sie werden ohnehin wieder ausgegraben. Ja, ja, aber warum sie unnötig stören? Es ist eure Kirche, Vater, aber ihr könnt das nicht ewig aufschieben. Das Fundament wird reißen. Ich verstehe. Vielleicht nachdem einige Knochen in die Beinhäuser gebracht wurden. Vielen Dank, Linhard. Ah, guten Tag, Meister Mahler. Guten Tag, Vater Thomas. Alles in Ordnung mit der Kirche? Oh ja, Linhard erinnert mich wieder an die Gefahr, die starke Regenfälle für das Fundament darstellen können. Aber Gott kümmert sich um seine Herde, aber manchmal erfordert der Pferch eine irdische Hand. Alles wird gut. Gott sei mit euch, Andreas. Und mit euch, Vater Thomas. Bis später. Ja, alles soweit ganz normal und idyllisch, wie mir scheint. Da geht's hoch zur Abtei. Ne? Was ist hier unten? Da geht's in den Wald. Da wollen wir jetzt nicht hin. Wir wollen zur Abtei. Gut, die Kräuter hatten wir uns, glaube ich, das letzte Mal schon angeguckt. Hier gibt es jetzt keine Veränderung. Aber da sehen wir ihn wieder. Das ist der Typ, dem wir auch nachts begegnet. Warum sind wir dem nachts begegnet beim Gespenst? Ich glaube ja. Till. Hallo, Meister Mahler. Hallo, Till. Seid ihr in letzter Zeit über irgendwelche Geister gestolpert? Naja, seit unserem letzten Gespräch nicht. Gut, gut. Habt ihr jemals eine schönere Aussicht genossen? Solche Sehenswürdigkeiten gibt es in den Städten nicht, richtig? Ja, ich könnte auf den Schlamm auf meinen Schuhen verzichten, aber das Aquädukt hat eine schöne Silhouette. Ach ja, die alten römischen Ruinen. Tassing ist voll davon, das sind echte Wunder. Ich achte nicht sehr auf die Inschrift, weil ich selbst kein Latein lesen kann, aber euch könnte es gefallen, einmal einen Blick darauf zu werfen. Ihr müsst mir dann erzählen, ob sie mit den alten Legenden übereinstimmen, die ich gelesen habe. Oh, jetzt wird's interessant, Leute. Was für alte Legenden? Tja, als Vater Matthias ab war, durfte ich Bücher aus der Bibliothek der Abtei ausleihen. Oh, hat er sich vielleicht dieses eine Buch ausgeliehen, um das es geht? Interessant. Ich glaube, dass der lesen kann, ist allerdings auch erstaunlich. Ich glaube, ich hatte die Hälfte dieser Bibliothek gelesen, bevor Vater Gernot ab wurde. Okay, damit ändert sich unsere Meinung über ihn, weil wir wissen, er ist jetzt ein gebildeter Mann. Und deswegen ändert sich auch die Schrift. Heute befinden er und Vater Thomas streng darüber, welche Bücher gelesen werden sollten. Bücher sollten Gott verherrlichen, heißt es. Okay, das R ist schwer zu lesen. Gott verherrlichen, heißt es, und nicht die alten heidnischen Sitten diskutieren. Sitten? Einst. Ich glaube, das Sitten ist jetzt nicht gemeint. Tieffreie Reichsstadt. Dennoch sind die Berichte der Römer in Tassing meine Favoriten. Okay, jetzt kommen wir zu den Römern. In dem alten Busch stand, wie der römische Ritter Gaius Metellus die Räter besiegte. In dem Busch, das erzähle ich hier. In dem alten Buch stand, wie der römische Ritter Gaius Metellus die Räter besiegte. Ja, ich glaube, das war's. So, jetzt kommen wir vielleicht zum interessanten Punkt. Die Rätianer. Die Räter, auch Räter geschrieben, waren ein Stammesvolk in den Ostalpen. Nach der Eroberung durch die Römer wurden sie loyale römische Untertanen und ein Großteil ihrer Kultur ging verloren. Ja, Humanist und Schäfer, genau. Ich kann bloß das R nicht so lesen, das ist schwierig bei ihm. Starker Schneefall hielt ihn in diesem Tal gefangen. Barbaren auf allen Seiten, als Mars dem Ritter einen Wolf schickte. Der römische Gott des Krieges und der Landwirtschaft. Diese Geschichte kennen wir ja schon halb, das ist doch diese Heiligengeschichte, ne?
Anstatt die Bestie zu töten, folgte Gaius ihr zu einer magischen Quelle. Das ist jetzt neu. Mit Bäumen, an denen allerlei Früchte hingen. Oder? Ist das neu? Mars schickte den Wolf und die Quelle. Und Gaius Metellus gründete zu seinen Ehren Tassing, nachdem er die Barbaren besiegt hatte. Da kam das alles her. Stimmt. Das klingt nämlich ähnlich wie die Moritz-Geschichte. Das hatte ich jetzt auch sofort irgendwie gleichgesetzt. Aber ja, es war ja gar nicht Metellus, sondern Moritz. Vielleicht ist das ein und dieselbe Person. Okay. Also, das klingt sehr nach der Geschichte, die Bruder Mathieu mir über den heiligen Moritz erzählt hat. Ohne die römischen Götter natürlich. Genau, der Moritz ohne Hand. Daran hatte ich nicht gedacht. Beide wurden in diesem Tal eingeschneit, nicht wahr? Und in der Nähe einer Quelle gerettet. Ich frage mich, ob es dieselbe Geschichte ist. Oh, ich weiß nichts über all das, Meistermaler. Viele Geschichten geraten im Laufe der Jahre durcheinander. Es mag alles nur eine Fabel sein, aber mir gefällt die Geschichte trotzdem. Es ist ein gutes Gefühl, mit jenen verbunden zu sein, die vor einem kamen, auch wenn es nur durch das Land ist, auf dem man lebt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Weise Worte, mir geht es genauso. Es war schön, mit euch zu plaudern, Meister Maler, aber jetzt sollte ich lieber wieder an die Arbeit gehen. Ihr lasst mich wissen, wenn ihr in dieser Bibliothek besonders gute Bücher findet, ja? Mache ich, bis später, Till. Okay, das ist ja jetzt eine sehr merkwürdige Begegnung. Der Schäfer scheint gebildet zu sein als das halbe Kloster, ja. Wisst ihr was? Das müssen wir auch nochmal ganz kurz prüfen. Was wissen wir dann über diesen Menschen schon? Till. Nächste Seite. OPQRS. Hä? Warum ist der nicht aufgeführt? Wenn wir den schon getroffen haben. Offenbar werden die nur aufgeführt, wenn irgendjemand über die spricht. Kann das sein? Dann werden sie erst unterstrichen. Ist aber ein bisschen doof gemacht, ne? Wenn man sie trifft. Oder habe ich das überlesen? Nee, wir haben keinen Eintrag zu ihm. Okay, aber es verdichtet sich auf jeden Fall der Eindruck, dass ein Kernthema diese alte Sage ist. Wir haben jetzt die Geschichte mit Moritz, wir haben das mit dem Buch und wir haben jetzt Till. Von drei verschiedenen Ecken im Prinzip das gehört. Martin! Was ist los? Okay, wir haben jetzt eine Probe, die wir mit Sicherheit... Ah, schaut mal, jetzt sehen wir mal das Gegenteil. Schaut mal, jetzt haben wir Minuspunkte, minus 5 Punkte und werden diese Probe vermutlich jetzt nicht bestehen. Und das Ziel dieser Probe ist es, einen freundlichen Gruß von Marty zu erhalten. Darauf können wir auch gerne verzichten, oder? Niederlage, seht ihr? Das sind Würfe, das sind Proben, wie gestern vermutet. Ihr könnt mich mal, Andreas. Hatschi! Er ist der eklig. Hä, was war das für ein Auftritt? Ich sollte zum Skriptorium gehen. Gernot tadelt mich, wenn ich wieder zu spät komme. Ja, ja, das machen wir. Wir haben im Moment ja auch nichts anderes zu tun. Das hatten wir schon gelesen. Wir gehen zur unteren Abtei. Okay, das ist hier der Diener von... Genau, Michlaus, der Diener des Barons. Gott mit euch, Andreas. Bereitet ihr noch immer eure Abreise vor, trotz dieses Wetters? Das Wetter ist bedauerlich, aber die Baronin, Frau Salomea, wird heute eintreffen. Wie, was, wo eintreffen? Hier? Oh, eine schöne Frau. Mein Herr plant abzureisen, sobald sie ankommt. Wie lange sind sie schon verheiratet? Hoffentlich kein Red Dead 2 Moment, als Arthur sich angesteckt hat. Ja, stimmt, Doppelleben, habe ich auch gerade dran gedacht. Okay, 7 Jahre nun, eine wunderbare Frau ist sie, eine echte Edeldame. Ich hoffte, mich noch rechtzeitig vom Baron verabschieden zu können. Gewiss würde er das wertschätzen,
Bevor er zu Bett ging, sang er euer Loblied. Das glaube ich nicht so richtig. Er war enttäuscht, dass ihr euch nicht der Debatte beim Abendessen gestellt habt, aber natürlich versteht er, dass ihr nicht den Abt verärgern wollt. Klar versteht er das. Okay, wie reagieren wir darauf? Sagen wir mal Folgendes. Teil der rhetorischen Kunst ist es, das rechte Forum zu finden, in dem man Menschen überzeugen kann. Und dies war nicht das rechte Forum für den Abt. Mein Herr debattiert gern, wenn ihn die Laune überkommt. Leider bekommt die Laune oftmals nur ihn. Oh, schaut mal. Jetzt wird's interessant. Die Gunst von Lorenz Rotvogel erringen. Wow, wie viele Faktoren spielen damit rein? Das finde ich ja cool. Geehrt auf Lorenz Einladung zu einem gemeinsamen Spaziergang reagiert. Faszination für Luther. Lorenz geraten, sich bei Okkultismus diskret zu zeigen. Den Baron Respekt vor angesprochen. Wortgewandt abgelehnt beim Essen zu debattieren. Ja, spannend. 50-50 sieht's aus, ne? Gucken wir mal, wie es ausgeht. Ei, schade. Schade. Das hätte mich doch jetzt wirklich gefreut. Ja, 60-40, weiß ich. Vermutlich nicht bei dieser Gelegenheit. Ich glaube, ihr habt den Baron auch noch auf andere Weise beleidigt. Was? Irgendwie? Vielleicht war es auch mehreres. Ich würde mich darüber nicht zu sehr grämen, Meister Maler. Er ist nicht nachtragend. Wo ging euer Herr denn hin? Er ging früh morgens spazieren und sagte mir nicht, wann er zurück zu erwarten wäre. Angesichts des Wetters erscheint es eigenartig. Nicht eigenartig für ihn. Mein Herr genießt das Lustwandeln in jedem Wetter. Ein wenig Regen hat ihn nie gestört. Ich kann das nachfühlen. Wir Schwaben genießen auch bei solchen Bedingungen einen schönen Spaziergang in der Natur. Wirklich? Schwaben. Ein ehemaliges Herzogtum im südlichen Heiligen Römischen Reich. 1512 als schwäbischer Kreis reformiert. Es grenzt im Westen an Bayern, im Süden an Schweizerische Eidgenossenschaft und im Südosten an Österreich. Ja, der Baron scheint in vielerlei Hinsicht ein ungewöhnlicher Mann zu sein. Oh, das mag sein. Ich habe ihn nur als mein Herrn kennengelernt in diesen letzten 7 Jahren. Chat sagt zu Recht, Lustwandeln, Schürzen jagen, vermutlich, ja. Wo es mir gerade einfällt, habt ihr heute Morgen auf dem Weg hierher einen kleinen, mürrisch dreinblickenden jungen Mann mit Hut gesehen? Seit wann grenzt Schwaben im Westen an Bayern? Ja, im Mittelalter denke ich schon, ne? So. Gut, jetzt werden wir mal nicht irgendwie Witze machen. Doch, wir machen Witze. Ich hoffe doch, ihr meint nicht mich. Ha, nein. Der war mindestens 2 Hand kleiner als ihr. Ach, das kann nur Martin Bauer sein. Er rannte auf der Wiese an mir vorbei, als ich gerade den Hügel hinaufstieg, schien es eilig zu haben. Ah, das erklärt dann wohl die fehlenden Ringe meines Herrn. Was? Der hat Ringe geklaut? Was für Ringe sind das? Ein goldener, ein silberner, ein Handvoll Gulden und ein Buch, das der Baron der Abtei schenken wollte. Das Buch, Leute, das Buch. Gulden. Goldmünzen, die im gesamten Heiligen Römischen Reich als Währung verwendet wurden. Obwohl es für den Gulden in verschiedenen Regionen unterschiedliche Standards gibt, entspricht er im Allgemeinen dem Florin aus Florenz. Ein Buch? Historia Tassiae? Ja, ich glaube, so hieß es. Ich wollte die Sachen des Barons packen und sie fehlten. Warum glaubt ihr, dass Martin die Ringe gestohlen hat? Gestern erwischte ich den Jungen mit dem Hut, Martin, schätze ich, wie er durch die Fenster hineinstarrte. Ich hätte ihn da schon mahnen können, doch nun erschien harmlos. Ein Jammer. Ich hoffe, den Baron trifft der Verlust nicht zu schwer. Mein Herr verfügt über ein gewisses Vermögen. Die Gulden und Ringe werden ihm keine schlaflosen Nächte bereiten. Aber über das Buch wird er sich aufregen. Er wollte unbedingt, dass der Abt es sieht. Aber ich muss nun wirklich die Pferde satteln gehen. Es war schön, mit euch zu sprechen, Andreas.
Natürlich. Und ich hoffe, um euren Willen, der Regen hört auch bald auf. So Gott will, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Eieieiei. Okay. Gut, das ist natürlich aber eine perfekte Gelegenheit, irgendwie eigentlich an das Buch zu kommen. Aber, ja, Martin ist nicht unser Freund geworden. Wir gehen mal weiter. So. Wir gehen mal über den Kreuzgang, würde ich sagen. Haben wir sonst noch irgendwas zu tun? Ich glaube nicht. Spital war noch gar nicht. Ist jetzt aber auch vielleicht nicht die Zeit. Hier scheint nichts Besonderes zu sein. Marschieren. Nee, zum Friedhof wollte ich gar nicht, Leute. Egal. Hier waren wir ja auch schon mal. Da unten geht es aber dahin, wo wir hin wollen. Genau. Haben wir irgendwas verpasst? Warte mal. Normalerweise würde man jetzt hier durchgehen, deswegen checke ich nochmal den Raum. Nicht, dass hier noch irgendwas gewesen ist. Nee. Gut, ich bin gespannt. Auf ins Skriptorium. Oh, das ist wunderbar. Der Rest des Klosters ist durchnässt, aber hier drin gibt es keinen Tropfen Regen. Gut, dass der Abt Otto das Dach des Skriptoriums und der Bibliothek erst letzten Monat ersetzen lassen hat. Ach so, nicht der Abt Otto, sondern es ist der Abt Otto. Ja, den Schreiner. Dank des Kalefaktoriums nebenan bleiben wir warm und trocken, also quasi der Ofen, Kalefe, während alle anderen in der Kälte sitzen. Statt euch an unserem Glück zu ergötzen, solltet ihr an unsere Brüder und Schwestern denken und für deren Sicherheit beten. Ah, die Voraussicht des Abtes rettet so viel unserer Arbeit und der Bibliothek. Der Stadt erging es weniger gut. Sicher geht es ihnen gut. Und noch wichtiger, falls dem nicht so sein sollte, kümmert es mich nicht. Bruder Guy, mit Herzen wie eurem könnte man den Hof pflastern. Schön gesagt. Mal im Ernst, wäre es nicht wichtig, das Buch von Martin zu holen, es dem Lorenz wiederzugeben, damit er es dem Abt zeigen kann? Ja, habe ich auch kurz überlegt. Aber wer weiß, wo der hingerannt ist. Ja, hätte man vielleicht machen können. Gebe ich zu. Ich war zu faul. Unser Hedonist war zu faul. Jetzt nochmal durch den Regen. So wichtig war es ihm dann auch nicht. Dem grummligen alten Mönch haben wir. Aber wo ist der Angenehme? Oder Piero? Habt ihr ihn heute noch nicht gesehen? Das habe ich, bevor Bruder Guy ankam. Bruder Piero ging vor kurzem, um mit dem Abt zu sprechen. Okay. Warum läutet Mathieu die Glocke? Es kann doch nicht schon Terz sein. Ich bete, dass es bald aufhört. Solch eine Kakophonie ist ein Affront gegen meine armen Ohren. Es hört nicht auf. Er hört nicht auf. Dann werden wir wohl in den Kapitelsaal gerufen. Gott gibt mir die Stärke, diesem Regen zu trotzen. 50 Fuß, alter Mann, ihr werdet es überstehen. Gott gibt mir die Stärke, diesem Mann zu trotzen. So, wir sind ja kein Mönch. Gehen wir auch? Es hört noch immer nicht auf. Was geht da vor? Das kann doch nicht am Sturm liegen. Ich sollte schauen, was los ist. Ja, ich gucke aber trotzdem immer noch mal wieder hinten zum Buch. Aber hier ist nichts. Warte mal. Kapitelsaal. Kirche. Ach, da unten. Okay, alles klar. Oh mein Gott! Das klang wie ein Schrei aus dem Kreuzgang. Was ist los? Schnell hin. Was ist geschehen? Es kommt aus dem Gang, vielleicht aus dem Kapitelsaal. Warte mal.
Wo war der jetzt? Ich glaube, diese Schreie kamen aus dem Kapitel. Ja. Ich gehe ja schon. Ich denke, es ist etwas Schreckliches passiert, Meister Andreas. Ja, wir beeilen uns. Blut an der Wand? Wer liegt da? Was ist geschehen? Der Baron? Es ist der Baron. Ihm ist was zugestoßen. Bitte, Vater. Und wo ist Bruder Florian? Ruft ihn schnell herbei. Schweig still, Bruder. Bruder Florian, wenn ich bitten darf. Ein Rücken im Messer, stimmt. Er hat aber das Messer in der Hand. Ich bedauere, Vater. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Er ist tot. Margarete. Schwester Margarete, beruhige dich. Schwester Gertrude, bitte geleite Schwester Margarete zurück zum Garten. Ja, Mutter Cecilia. Gut, okay. Wir müssen beachten, er kam eben erst, Leute. Wie hieß er nochmal? Mathieu oder so? Er ist zu spät gekommen. Pff. Gott, steh uns bei. Das ist verdächtig. Der Baron war ein Freund des Fürstbischofs von Freising. Warum macht er sich solche Sorgen um den Fürstbischof? Die Abtei ist in mehrerlei Hinsicht ungewöhnlich. Ihre Existenz stößt manchen in der Kirche übel auf. Okay, unterhalten die sich beide jetzt so flüsternd, ne? Deswegen kleiner geschrieben. Wir sind fern genug von Rom und Mainz, dass man uns vergisst. Aber das könnte unerwünschte Aufmerksamkeit bringen. Ah, okay, Mathieu hat die Glocke geläutet. Stimmt. Ganz verdächtig. Florian, sag, wie leicht wäre es dir möglich, diesen Leichnam verschwinden zu lassen? Was? Hä? Vater ab, was wollt ihr damit sagen? Was stellst du mich in Frage? Warum verschwendest du wertvolle Zeit? Wollt ihr zusehen, wie die Soldaten des Fürstbischofs unsere Stiegen hinaufschreiten und eure Brüder und Schwestern aus unserer Heimstadt werfen? Ach Gott, steh uns bei. Oh Dieu, du Garde. Ruhe, still jetzt! Beruhigt euch alle, ihr alle. Vater Abt, Baron Rotvogels Leibdiener ist schon bereit zum Aufbruch. Die Frau des Barons sollte in wenigen Stunden eintreffen. Dies ist nicht der Zeitpunkt für voreilige Entscheidungen. Wie will er das denn bitte jetzt vertuschen? Ja, ihr habt recht. Vergebt mir. Okay, er merkt es, dass es eine Schwachsinnsidee war. Aber was sollen wir dann tun? Wir müssen den Mann des Barons zum Hof des Freisinger Fürstbischofs entsenden. Mutter Cecilia, der Baron sagte, der Erzdiakon des Fürstbischofs sei zum Reichstag in Innsbruck. Umso besser. Unser zügiges Handeln wird alle Gerüchte um ungebührendes Handeln verstummen lassen. Angesichts des Ranges des Barons wird zweifelsohne der Erzdiakon sofort zur Ermittlung anreisen. Wir müssen vollständig mit ihm kooperieren und um eine schnelle Auflösung der Lage beten. Ja, gut, danke, Mutter Cecilia. Okay, also sie hat hier den klaren Kopf und gibt die klaren Anweisungen. Er ist völlig überfordert. Bruder Wojslaw, setze Bruder Piero im Keller fest. Oh mein Gott, das war doch niemals Bruder Piero, bis der Mann des Fürstbischofs erscheint. Was? Bruder Piero? Weshalb? Fragt Wojslaw. Wir mischen uns ein. Vater Gernot, bitte überdenkt das. Er wurde in flagrante delicto aufgegriffen, blutüberströmt, mit einem Messer in der Hand. Auf frischer Tat. Zeigt an, dass eine Person unmittelbar bei einem Verbrechen ertappt wurde. Vater, glaubt ihr wirklich, dass Bruder Piero zu einer solchen Schandtat imstande ist?
Ja, vom Zorn erfüllt wäre es schon möglich. Ich zürnte den Baron nicht, Vater Abt. Ich habe ihn schlicht so gefunden. Okay, also er konstruiert jetzt ein Motiv nach dem Motto, weil er ihm den Auftrag weggenommen hat und er ihn beleidigt hat. Kein Zorn, nicht einmal dafür, wie er euer Werk beleidigt hat und uns zwang, es an Andreas zu übergeben? Ein Kloster ist kein Debattierverein. Wenn der Mann des Fürstbischofs ankommt, dürfen wir nicht mit leeren Händen dastehen. Okay, er will also schnell jetzt einfach einen Täter vorweisen, dann ist gut. Wir könnten jetzt Guy mit reinziehen. Ja, aber das ist das entscheidende Argument, oder? Nee, das Selbst wenn Piero den Baron töten wollte, wäre er doch gar nicht körperlich dazu in der Lage. Er kann kaum einen Pinsel halten, geschweige denn ein Messer in jemandes Leib versenken. Sei still! Dies ist nicht deine Angelegenheit. Naja, er war schon sehr, sehr gut zu uns. Ja, es ist unsere Angelegenheit. Es ist meine Angelegenheit, wenn ihr mich in Bruder Pieros angebliches Motiv hineinzerrt. Das ist der Punkt. Ich werde das nicht weiter mit dir diskutieren. Mein Entschluss steht. Bruder Wojslaw wird Bruder Piero bis auf Weiteres in den Keller überbringen. Bruder Florian, bitte geleite Andreas aus der Abtei. Ach du Scheiße, das ist schlecht. Jetzt haben wir da noch nicht mal Zugang. Andreas, ihr zeigt euer Gesicht hier allerfrühestens morgen wieder. Habt ihr mich verstanden? Schlecht. Wir sagen nichts. Mit dem Messer geleitet er uns jetzt raus. Eieieiei. Andreas, hört mir zu. Ich fühle mit euch. Ich denke auch nicht, dass es Piero war, aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt, den abzureizen. Sicher glauben auch die Brüder und Schwestern an Pieros Unschuld, aber der Abt ist besorgt wegen der Aufmerksamkeit des Fürstbischofs. Wenn ihr eine Idee habt, höre ich sie mir gerne an. Nehmt euch ein paar Stunden Zeit, um Nerven und Geist zu beruhigen. Ihr müsst klar denken. Geht zu den Druckers, esst eine gute Mahlzeit und kommt zur None zurück. Wir werden nicht viel Zeit haben, aber werft einen kleinen Stein an mein Fenster, dann lasse ich euch herein. Mich einlassen? Wofür? Um den Leichnam zu examinieren. Dun dun. Das können wir doch überhaupt nicht. Wir haben Theologie studiert. Aber Okkultismus, vielleicht kann man so eine Geisterbeschwörung machen und den Toten irgendwie nochmal anhören oder so. Das wäre gut. Okay, ja, sehr spannend. Was? 2 Tage, 2 Stunden verbleiben? Oh mein Gott. Wir haben nur eine gewisse Zeit, um das zu lösen. Okay. Von Florian verordnetes Essen. Ich sollte Florians Rat folgen und zu den Druckers gehen. Ja, Quatsch, das wissen wir. So, jetzt ist die Frage, wann vergeht jetzt hier eigentlich Zeit? Hoffentlich wird dadurch mein Kopf frei. Wir gucken mal, was im Questbuch jetzt steht. Das ist nicht der Weg dorthin. Hier. Sinnflut. Okay, Bruder Mathieu hat zu früh die Kirchenglocken geläutet und jetzt schreit eine Schwester im Kapitelsaal und so weiter. Die Brüder und Schwestern entdeckten Lorenz ermordet im Kapitelsaal. Bruder Piero kniete mit einem blutigen Messer daneben. Ich verstehe es zwar nicht, aber der Abt hat mir befohlen, bis morgen zu gehen. Bruder Florian hat versprochen, mich noch heute heimlich an seiner Untersuchung des Leichnams teilnehmen zu lassen. Bis dahin, so sagte er, soll ich ein gutes Essen zu mir nehmen. Vielleicht haben die Druckers einen Platz für mich an ihrem Tisch. Nun ja. Ja, klar, medizinische Kenntnisse wäre für die Ermittlung sicher nicht schlecht gewesen. Aber Leute, wir werden als okkultistischer Hedonist mit theologischer Grundausbildung sicher auch unseren Beitrag leisten können. Das kommt schon. So, aber ich würde gerne, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das Spiel funktioniert. Ich vermute mal, bisher war es immer so, dass wenn man quasi zu einem Punkt der Hauptquest kommt, automatisch die Zeit vorging. Insofern hoffe ich, dass ich genug Zeit habe. Ich hätte mich jetzt schon Lust, hier noch ein paar Ermittlungen anzustellen oder so. Ich gucke jetzt mir mal ein paar Sachen an.
Das haben wir uns schon angeguckt. Hier ist nichts Neues. Wir sind ja jetzt quasi als Detektiv unterwegs. Wir wollen unserem Freund helfen. Das ist jetzt unsere Motivation. Gucken wir hier rein. Können wir hier vielleicht noch mit jemandem sprechen? Nee. Mausfänger. Oh, schaut mal, da waren wir das letzte Mal gar nicht. Schwester Gertrude trocknet und lagert hier alle ihre Kräuter. Wir können jetzt auch hier reingehen. Ich gehe jetzt mal da rein. Martin ist auch noch ein Ding, ja. Ein Gemälde von Hildegard von Bingen, Mutter Cecilias Favoritin. Natürlich, Hildegard. Die heilige Hildegard von Bingen war eine benediktinische Äbtissin, Visionärin, Mystikerin und produktive Schriftstellerin. Über eine Vielzahl von Themen, von Theologie, über Musik, Komposition bis hin zu Medizin. Ich glaube, mit Kräutern kannte sie sich auch gut aus. Die Türen zum Kloster sind für Außenstehende verschlossen, zumindest für Männer. Die Frage ist, was wollte der Baron in der Abtei? Angeblich war er nur spazieren. Ja, ja, es gibt viele Fragen, die sich jetzt stellen. Das ist wohl wahr. Das Haus der Priorin, da gehe ich jetzt auch mal rein. Da ist sie, mit der können wir gleich mal sprechen. Cecilia. Gott segne dich, Andreas. Gott segne euch, Mutter Cecilia. Die war ja bei klarem Verstand. Gibt es etwas, wobei ich dir behilflich sein kann? Ja, jetzt wird's interessant. Vielleicht hat sie ja auch ein Motiv. Ja, da gibt es eine alte Geschichte zwischen denen. Mir fiel auf, dass ihr die Schwestern hineingeholt habt, als ich mit dem Baron ankam. Was betrifft es dich? Ja, ich bin, also die spannende Frage ist jetzt, ist dieses Spiel so, dass wenn man jetzt hier seine Fähigkeitenmöglichkeit hat, dass immer quasi was Gutes, Richtiges ist, weil einen das ja automatisch irgendwie weiterführt, das ist ja unsere Stärke, oder kann man auch mit Einsatz der Fähigkeiten was Falsches sagen? Das dürft ihr mir gerne mal verraten, falls ihr es schon wisst und gespielt habt. Oder empfiehlt es sich immer quasi seine Fähigkeit anzuwenden, wenn es geht? Kann gut oder schlecht sein. Ah, okay, alles klar. Auch die besonderen Optionen können sehr falsch sein. Okay, also dann lasse ich mich eher von dem leiten, was ich jetzt sagen würde. Gut. Luskino, ich bin mit dem Vortragen von lateinischen Phrasen auf die Nase gefallen. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir werden sie jetzt mal nicht beleidigen, sondern genau den rationalen Grund jetzt hier nennen. Da der Baron gerade ermordet wurde, scheint mir der Grund schon interessant. Warum? Vertraut ihr nicht auf das Urteil des Abtes? Erzdiakon, damit will ich jetzt auch nicht kommen. Nein, natürlich nicht. Bruder Piero, der würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Wenn du umhergehst und allen Brüdern und Schwestern erzählst, was du denkst, wird der Abt davon hören. Okay, guter Hinweis. Er wird dich aus der Abtei aussperren, bis die Untersuchung des Erzdiakons abgeschlossen ist. Was wirst du dann tun? Dann helft mir. Helfen wobei? Jemand anders des Mordes zu bezichtigen? Ja, komm, das ist, glaube ich, jetzt der Punkt, an dem wir sie erwischen können. Helft mir, Gerechtigkeit zu finden. Wie sieht Gerechtigkeit aus, Andreas? Tja, wollen wir jetzt als Theologe antworten? Ich glaube, jetzt passt das mal. Gott weiß es. Vom Deuteronomium bis zu den Evangelien lehrt er sie uns. Wir müssen danach streben. Wir? Recht ist ein Reich der Männer, Andreas. Diese Sache liegt außerhalb meiner Macht. Okay, wow. Interessantes Gespräch.
hätte euch für einen Mann halten können, so gut wie den Part des Pilatus spielt. Nee, wir wollen Sie jetzt nicht beleidigen. Kommt, Mutter Sicilia, hab Mitgefühl für Bruder Piero. Ich bin eine einfache Nonne. Warum glaubst du, dass ich dir helfen kann? Sie ist mit Sicherheit keine einfache Nonne. Ihr wisst, was im Kloster geschieht. Besser als alle anderen. Besser als der Abt? Ja, Sicilia. Oh Gott. Der Abt sieht nur die Brüder. Ihr müsst über die Schwestern wachen und wissen, was mit den Brüdern geschieht. Wohl wahr. Jetzt haben wir sie, Leute. Jetzt haben wir sie. Na schön. Haha. Ich hatte den Grund, wegen der Anwesenheit von Baron Rotvogel Bedenken zu haben. Der Baron fügte einer der Schwestern unumkehrbares Leid zu, als er zuletzt hier war. Oh mein Gott. Was für ein Widerling. Der Schaden war so groß, ich ahne, was passiert ist, dass sie uns für einige Zeit verlassen musste. Ich glaube nicht, dass sie uns das erzählen wird. Das wäre jetzt pietätlos. Oder? Ich glaube, die Informationen... Ja, für 9 Monate. Ja, genau. Ja, sehr, sehr richtig, Chat. Ich würde sagen, wir sagen jetzt nichts. Alles andere wäre pietätlos. Deshalb entzog ich die Schwestern seiner Präsenz, sobald ich konnte. Puh. Ja, wir wollen das aber schon wissen. Welche Schwester? Kann ich mit ihr sprechen? Ich? Nein, Andreas, ich denke nicht, dass das angemessen wäre. Wir sagen wieder nichts. Es ist eine schmerzhafte Erinnerung, Andreas. Ich wertschätze das. Ich glaube, das hilft uns jetzt auch gar nicht so konkret weiter, wer das jetzt genau war. Ja, es könnte natürlich ein Racheakt gewesen sein. Auf jeden Fall ist das ein mögliches Motiv, ne? Wir sagen trotzdem erstmal, ich wertschätze das. Ich verstehe, dass du dir mehr Wissen erhofft hast, aber ich fürchte, mehr kann ich dir nichts guten Gewissens erzählen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, sie hätte es uns nicht erzählt. Vertraut mir, wenn ich sage, dass das Opfer dieses Vorfalls den Baron nicht hätte töten können. Okay, es stimmt. Ich werde im Chat gerade erinnert, es gibt noch jemanden, der einen Groll hatte auf den Baron, nämlich die Hexe. Zu der können wir auch gehen, in den Wald. Okay. Ich brauche mehr als das. Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen über sie, über den Vorfall? Ja, wir haben in der Bibliothek Aufzeichnungen über alle Schwestern. Aber das hilft euch nichts. Ihr dürft nicht hinein. Könnte ich Schwester Illuminata fragen, um sie zu sehen? Sie wird sie dir nicht geben. Unsere Aufzeichnungen sind nicht dazu gedacht, dass Außenstehende sie durchstöbern. Schwester Illuminata erzählte mir von einem geheimen Eingang zur Bibliothek. Ja, warum sagte ihr das? Oh, und weißt du, wo der ist? Interessant. Ich sage mal... Ich sage mal nichts. Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Wir können grummeln. Na schön, das muss ich wohl selbst herausfinden. Danke für eure Hilfe, Mutter Cecilia. Möge Gott dich segnen, Andreas Mahler. Okay, aber Leute, das war ja... genau der richtige Instinkt, der uns jetzt hierher geführt hat. Das war ja wirklich eine wichtige Information. Stimmt, der Steinmetz war auch nicht gut, auf ihn zu sprechen. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Da war am Anfang ja noch was. Okay, mehr können wir hier nicht machen. Also, ich würde sagen, nächstes Ziel ist die Hexe. Ist jetzt Zeit vergangen? Warte mal. Nee, ist nicht. Das ist schon mal gut. Gott sei Dank hat man die Zeit unter Kontrolle. Was ich unschön finden würde, wenn man jetzt irgendwie quasi nur so eine begrenzte Zahl an Optionen hat, was man reden kann oder so. Das finde ich immer unschön.
Okay, wir gucken mal hier ins Gästehaus rein. Auch noch eine wichtige Geschichte. Vielleicht gibt es hier noch irgendwelche Hinweise. Aha, was liegt denn hier? Was ist das? Ein Brief an den Baron von Prior Ferenc. Baron Rotvogel, trotz eurer wiederholten Aufforderungen und unterschwelligen Drohungen, den Inquisitoren in Innsbruck meine Lesegewohnheiten zu offenbaren, werde ich bei eurem Besuch in Kirsau keine Rituale für euch durchführen. Bitte beendet dieses törichte Streben sofort. Zum Wohle unserer beiden Seelen. Ferenc. Oh mein Gott, denn der Nächste, der ein Motiv hat. Wir müssen uns jetzt schon Notizen machen, Leute. Ja, Klassiker, ne? Miss Marple-mäßig. Okay, also der Baron hat Ferenc unter Druck gesetzt. Offenbar will er, dass immer irgendwelche Rituale durchgeführt werden. Und wenn er das nicht tut, dann sagt der Inquisitoren Bescheid. Mein Gott, Lorenz hat Ferenc erpresst, damit er eine Art okkultes Ritual durchführt. Ah, ja. Jetzt kommt unser Wissen hier ins Spiel. Es ist eine Sache, Bücher über Magie zu lesen, doch nur wenige sind töricht genug, auch zu praktizieren, was in ihnen geschrieben steht. Einige der Substanzen in diesen Ritualen sind gefährlich, sogar tödlich. Und Gott bewahre, dass die Inquisition davon erfährt. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es lohnt sich zu erkunden. Was ist hier eigentlich? Achso, da geht's hinten hoch. Aber da kommen wir jetzt nicht rein. Gut. Dann gehen wir weiter runter und ich denke, nächstes Ziel ist der Wald. Außer wir finden hier noch oder sehen noch was Spannendes. Ja, wir werden jetzt hier nochmal mit ihm sprechen. Hallo Meister, nee, er hat nichts Neues. Dann gehen wir runter in den Wald. Okay. Warte mal kurz. Wo befinden wir uns jetzt? Okay, was gibt's denn hier alles? Köhler, Schrein der heiligen Satya, Wasserfall, alte Salzmine. Ich suche die alte Frau. Die kam hier raus. Gehen wir mal hier lang. Schrein der heiligen Satya, Wasserfall. Wir gucken mal, was links noch ist. Adams zu Hause. Der Großteil dieses Holzeinschlags ist für die Renovierung der Abtei und als Brennholz bestimmt. Die Stadt darf nur Stöcke sammeln. Okay. Gehen wir mal zu dem Schrein. Ist das eine Heiden? Nee, ist das eine römische Göttin? Sieht ein bisschen so aus, ne? Eine Schnitzerei der heiligen Satya. Satya, eine der Schutzheiligen von Tassing, war eine lokale Heidin, die zum Christentum konvertierte und den Soldaten des heiligen Moritz im tiefsten Winter auf wundersame Weise mit Essen half. Sie wurde für ihre Taten gemartert. Ah ja, stimmt. Das ist ja die Geschichte, die uns erzählt wurde. Ich erinnere mich wieder. Okay. Aber hier ist die Hexe nicht. Naja, Hexe sage ich schon, es ist ja keine Hexe. Ich gehe mal zum Wasserfall. Befault und voller Käfer. Kein Wunder, dass Otto es nicht aufgeteilt hat. Der Wasserfall muss von der Schneeschmelze in den Bergen oberhalb der Abtei stammen. Da geht es zur Salzmine. Aber da ist jetzt. Ich meinte, wir gucken mal. Wir sind jetzt einmal hier, aber das ist natürlich jetzt Quatsch. Ups, wen haben wir denn da? Was haben wir denn da? Die Kinder des Dorfes? Die alte Salzmine von Tassing, mit der die Stadt Geld verdient hat, bevor es die Reichsstraße gab. Hallo? Paul, richtig? Du bist der Müllerjunge. Was macht ihr Kinder hier unten? Frösche. Hä, wie bitte? Der Druckersohn. Frösche! Wir sind nicht wirklich auf der Suche nach Fröschen. Ich schon. Ich auch. Damit bist du überstimmt. Hm.
Warum sagt ihr mir nicht, was ihr wirklich vorhabt? Ich will keine Schwierigkeiten. Sind wir in Schwierigkeiten? Noch nicht. Oder? Ich bin nicht dein Vater. Oder dein Vater. Ich kann euch nicht sagen, was ihr tun sollt. Wir werfen Steine. Bert! Steine runter ins Loch. Ihr werft Steine in die alte Mine? Vielleicht. Naja, sie fallen sehr lange. Und wenn du an der Kante liegst, hörst du, wie sie unten Pling machen. Ich habe 100 Steine hineingeworfen. So viele waren es wirklich nicht. Es waren nicht so viele. Was denkt ihr, ist da unten am Boden? Steine. Außer den Steinen. Salz? Papa sagt, die Toten hätten es gegessen. Er meint die Römer. Sie haben die Salzmine gebaut. Und das Aquädukt. Das Aquädukt, die Reichsstraße und viele andere Dinge. Die Reichsstraße, auch Via Imperii genannt, verbindet Venedig im Süden mit Stettin, an der Ostsee im Norden. Sie führt durch Verona, Innsbruck, Nürnberg und viele andere Städte auf dem Weg. Zudem bringt sie jedes Jahr Tausende von Reisenden nach Tassing und Pirsau. Es scheint, dass in dieser Stadt überall römische Bauten sind. Erzähl ihm von dem Schatz. Oh, richtig, unterm Boden glänzt etwas. Das wollen wir mit den Steinen treffen. Was glaubt ihr, was es sein könnte? Ich weiß nicht, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Der Schatz. Wir sollten ihn holen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Es ist ein langer Weg nach unten, ihr könntet verletzt werden. Und ich werde ewig leben. Papa sagt, das ist Blasphemie. Erzählst du es jemandem, Andreas? Nein, der Schatz wird unser Geheimnis sein. Ja! Danke, Meistermaler. Bis später. Tschüss. Okay, warte mal, hier liegt so eine Winde, ob man da nicht vielleicht sogar noch den Schatz tatsächlich heben kann. Okay, gut. Auf die wird bestimmt zurückzukommen sein. Warte mal, ich meine mich aber zu erinnern, das ist auf der Karte. Gab es da nicht ein Haus von der Alten? Hebamme, Stadtalmende. Vielleicht beim Kühler oder so. Jetzt haben wir eins der Kinder auf dem Gewissen. Mal sehen. Das wäre wirklich dramatisch. Der Witwe? Stand da eben was von Witwe? Franz Bauer und Witwe Kemperin? Nee, so hieß die nicht, ne? Wir gucken mal ganz kurz, ob wir sie finden. Die müsste eingetragen sein. Doch! Ottilia Witwe Kemperin, das war die doch, oder? Das war die, ihr habt recht. Okay, dann müssen wir da hin. Gut, dann gehen wir am Köder vorbei. Gucken wir nochmal beim... Wer ist eigentlich Adam? Ach, das sind die Köder. Komm, mit denen sprechen wir auch nochmal. Jetzt sind wir im Ermittlungsmodus. Jetzt wird mit jedem gesprochen. Watzlaw. Oh, hallo. Hallo, ihr seid nicht von hier, oder? Nein. Ich bleibe nur kurz in Tassing. Ist Adam ein Freund von euch? Nein, ich meine, ich kannte ihn nicht, bevor ich nach Tassing kam, aber er hat mich bei sich bleiben lassen. Also ja, ich nehme an, er ist einer. Die Leute mögen die Romani nicht besonders. Ah, okay. Ja, das hat aber, glaube ich, nichts mit Rom zu tun. Ne? Das ist Roma und Sinti, oder? Romani nicht besonders. Die meisten Leute verachten alles, was anders ist. Deshalb bleibe ich gern am Rande der Stadt. Ich suche etwas, das anders ist. Es sind die Unterschiede im Stil eines Künstlers, die seine Arbeit einzigartig machen. Ah, ihr seid der Künstler, der oben in Kirsau wohnt. Ja, ich besuche Tassing nur vorübergehend. Mein Name ist Andreas Mahler.
Freut mich, euch kennenzulernen. Die meisten Leute in Tassing kommen nicht hierher, um zu reden. Richtig. Ich bin Watzlaw, ein reisender Kesselflicker. Ich reise von Ort zu Ort, schärfe Messer, flicke kleine Dinge, die repariert werden müssen, solche Sachen. Brauchen die Leute von Tassing oft Kesselflicker? Alle Leute haben abgebrochene Klingen und kaputte Räder oder lose Scharniere und abgenutzte Werkzeuge. Ich bin die meiste Zeit auf Wanderschaft, aber ein wenig Arbeit finde ich überall. Ich bin hier, um mir die Bibliothek in Kirsau anzusehen. Was? Der Nächste, der hier Bücher lesen kann? Hä? Ich hatte gehofft, dass einen... Ah, dass einer der Mönche sie mir vorliest, ah? Der Abt wollte mich nicht einlassen. Okay. Tja, Vater Gernot ist ein mürrischer alter Mann. Ich glaube, er hat an den meisten Tagen große Lust dazu, mich aus dem Skriptorium zu werfen. Er scheint ein wütender Mann zu sein. Er drohte mich ganz aus Tassing zu verbannen. Chat fragt, ob er die Tatwaffe geschärft hat. Mal sehen. Wonach habt ihr gesucht? Volltrottel, er hat gesagt, er kann nicht lesen, er wollte vorgelesen haben. Ich erklärte, dass ich nach einem Text über die Elemente suchte. Wenn sie primordial sind, wie Aristoteles sagt, dann hat Gott sie nicht erschaffen. Sie existieren mit ihm seit Anbeginn der Zeit. Okay, er ist aber schon ein Intellektueller. Das ist eine faszinierende Idee. Nicht nur das, es erklärt die Anwesenheit der Engel und Dämonen vor der Erschaffung der Welt. Von den 5 Elementen sind die Engel Feuer und Luft, die Dämonen Wasser und Erde und die Welt war Äther, bevor der Herr sie formte. Deshalb erschien Satan Eva als Schlange. Schlangen können nur in tiefen Höhlen und Becken leben. Okay. Das ist, aber wer weiß. So habe ich das noch nie gesehen. Ihr seid da vielleicht auf einer Spur. Ich habe nicht mit einem so offenen Gespräch mit euch gerechnet, Meister Maler. Nur wenige Männer eures Standes würden solche Ideen mit jemand wie mir besprechen. Wie auch immer. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Bis später, Watzlaw. So, und das ist Adam. Oh, Meister Maler? Ja. Ich glaube, wir sind uns bereits begegnet. Ihr habt etwas beim Wasserfall gemalt. Ich bin der verrauchte Adam. Naja, so nennen mich die Leute. Du bist der Köhler. Ja, ich muss hier draußen im Wald bleiben, in der Nähe des Ofens. Kann ich etwas für euch tun? Nein, ich will nur freundlich sein. Oh, natürlich, es ist schön, euch zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ich denke, es gibt irgendwann hier auch was zu tun und zu besprechen. Ich bin mal wieder hier ein bisschen voreilig. Aber ist doch schön, wenn man schon mal alles weiß. So, jetzt wollte ich aber... Warte mal, wir müssen mal auf die Karte gucken. Ich kann mich hier so schlecht orientieren. Wie kommen wir jetzt zu den Höfen Osten? Ich glaube, da müssen wir lang. Gehen wir erstmal... da kann ich jetzt nicht lang. Okay, das erlaubt mir scheinbar das Spiel nicht. Ich glaube, es ist der Weg hier unten. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier hin. Ja. Der Drucker. Guten Tag, Andreas. Schon aus der Abtei zurück? Es ist doch erst Mittag. Andreas, geht es euch gut? Nein, etwas Schreckliches ist geschehen. Oh Gott, was ist ge... Nein, vergebt mir, tretet ein und setzt euch kurz nieder. Ja, es war ein schwieriger Tag, eine Ablenkung wäre mir recht. Dann habe ich genau das Richtige. Ich erbete mir eure Meinung zu meinem jüngsten Entwurf. Sehr schön.
Guten Tag, Andreas. Soll ich euch einen Teller Essen machen? Ich esse eure Speisen immer gerne, Marie. Oh, Klaus, du musst den Andreas öfter einladen, damit ich mehr Lob zu meinen Speisen hören kann. Deine Küche ist hervorragend, mein Liebes. Hallo. wir nicken mal nur höflich. Ich werde den Till-Eulenspiegel neu bearbeiten. Vor einigen Jahren, da gab es eine Ausgabe aus Straßburg. Scheußlich, fast ganz ohne Abbildungen. Was haltet ihr von den neuen? Oh. Nö. Finden wir den Hintergrund sehr gedrängt und voll? Nö, eigentlich nicht. Finde ich nicht. Sieht gut aus. Die sehen wundervoll aus. Eine schöne Arbeit. Danke. Ich werde das Marie wissen lassen. Sind das die Holzschnitte? Das sind sie. Die Zeichnungen stammen von mir, aber sie hat die Schnitte gesetzt. Ich habe genug Talent, um die Entwürfe zu zeichnen, aber nur sie kann die Holzschnitte und die Schrift umsetzen. Wow. Segne uns, o Herr, und diese deine Gaben, die wir durch deine Gnade erfahren. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Ich habe Hunger. Ja, Amen. Andreas, was war das für ein Läuten aus der Abtei? Es hielt so lange an. Ja, der Edelmann Lorenz Rotvogel wurde ermordet im Kapitelsaal gefunden. Gott im Himmel! Er ist doch erst gestern vorbeigeritten. Ja, aber es wird noch schlimmer. Einer der älteren Brüder, mit dem ich im Skriptorium arbeite, Pierrot, wurde des Verbrechens bezichtigt. Wie schrecklich! Ein Mord in Kirsau? Wie nur ist ein Mönch zu so etwas fähig? Es tut mir leid, Andreas. Der Baron schien ein interessanter Mann gewesen zu sein. Und ich weiß, dass er schon seit einigen Jahren Gönner der Abtei war. Wie ist er gestorben? Könnte es ein Unfall gewesen sein? Und glaubt der Abt tatsächlich, dass Bruder Piero ihn getötet hat? Du hast immer in höchsten Tönen von ihm gesprochen. Wir werden mal nicht ins Detail gehen. Es gab viel Blut, aber ich wage nicht zu spekulieren, was geschehen ist. Aber ich kann nicht glauben, dass Piero es war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemanden etwas zuleide tat. Ich will mehr über das Blut hören. vielleicht habe ich dir zu viele gruselige Geschichten vorgelesen. Genau, kein Täterwissen preisgeben. Aber wenn es nicht Bruder Piero war, wer kann es eurer Meinung denn getan haben? Ich habe gesehen, wie der glückliche Lienhard und der Lorenz sich gestern angeschrieben haben, kurz bevor ich an eurem Haus vorbeigegangen bin. Lienhard? Warum sollte er einen Grund haben, das Wort gegen einen Edelmann zu erheben? So, was essen wir denn? Ich würde mal sagen, Wurst, Eiernudeln. Essen wir erstmal das Brot. Nö, erstmal die Wurst. Das Beste zuerst. Es geht wahrscheinlich noch etwas anderes vor sich, von dem ihr nichts wisst. Was soll das bedeuten? Ich schwätze nicht gern, aber wenn ihr es wirklich wissen wollt, solltet ihr mit den anderen Frauen in der Stadt sprechen. Oder Mutter Cecilia droben in der Abtei. Okay, Leute, das wissen wir schon. Wir sind besser, als du denkst. Sehr gut, dass wir das jetzt hier erwähnen dürfen. Finde ich super vom Spiel. Ich habe bereits mit Mutter Cecilia gesprochen. Ihre Entschlossenheit, die Schwestern zu beschützen, ist unerbittlich. Ja, das stimmt wohl. Oh, das wird nicht nötig sein, Marie. Der Lienhard ist ein ehrlicher Kerl. Ich bin sicher, fragtet ihr ihn, würde euch sagen, worum es ging. Ich danke euch beiden, das ist ein guter Rat. Aber es gibt noch etwas. Als Lorenz und ich über die Wiese gegangen sind, ist da die Witwe Kemperin aus dem Wald gekommen und... Ja, sie hat ihn wohl verflucht. Das überrascht mich nicht. Ottilias verstorbener Ehemann, Rannig, geriet bei seinem letzten Besuch in Tassing in einen Streit mit Lorenz.
Ich kann mich nicht an alles erinnern, aber seit Raneks Tod im letzten Jahr ist Ottilia nicht mehr dieselbe. Okay, wir essen jetzt das Brot. Sie war eine alte Meckerziege, schon bevor sie alt war. Klaus, es reicht. Sie musste in ihrem Leben schon genug Hiobsbotschaften ertragen. Und jetzt lebt sie allein am Waldrand. Das heißt, sie werde ihren Besitz bald abgeben müssen. Ich habe Mitleid mit ihr, aber sie ist ein verbittertes Weib. Es sollte vor dem Gesetz eine Ausnahme geben, damit sie erben kann. Ah, okay. Das klingt gerechter, ja? Es war nicht immer so. Ich glaube, meine Urgroßmutter erbte das Land vor langer Zeit. Ah, es geht darum, dass Frauen das Land nicht erben dürfen. Nun, wenn es von Menschen geändert wurde, können sie es wieder ändern. Du hast wie immer recht, meine Liebe. Genug über Ottilia. Gibt es sonst noch jemanden, der es deiner Meinung nach getan haben könnte? Ich weiß nicht, ob er eine böse Absicht hat, aber Prior Ferenc verhält sich seltsam. Seit dem Tag, als Lorenz angekommen ist. Vielleicht ein Streit unter Gelehrten? Ich weiß, dass beide viel lesen, sowohl die Klassiker als auch neuere Werke. Bei seinem letzten Besuch hat der Baron ein Buch über Astronomie bei mir gekauft. Ich weiß, dass der Prior ähnliche Interessen hat. Eieiei. Aber würde der Prior jemanden wegen einer einfachen Meinungsverschiedenheit töten? Das ist nicht völlig abwegig. Als ich die Universität besucht habe, schlugen sich einige Männer wegen wissenschaftlicher Kleinigkeiten. Was für manche eine Meinung ist, ist für andere Testament des Glaubens, für das es zu töten gilt. Das mag sein, aber eine solche Wut habe ich in Prior Ferenc noch nie gesehen, nicht einmal als Gernot an seiner Stadt zum Abt ernannt wurde. Ah, er stand, war auch im Gespräch. Sehr interessant. Okay. Danach wirkte er verbittert, aber nie gewalttätig. Das scheint kein Teil seines Wesens zu sein. Also, Linhard, die Witwe und der Prior der Abtei. Sonst noch jemand? Okay, es sieht so aus, als wären das unsere engsten Vertrauten, mit denen wir all diese Sachen hier so durchdiskutieren können. Sehr schön. Etwas war seltsam, als wir uns der Abtei zusammen näherten. Mutter Cecilia war mit einigen der Schwestern draußen. Ja gut, das ist die Geschichte, von der sie sprach, ne? Mutter Cecilia schaute düster drein und brachte die Nonnen rein, ohne etwas zu sagen. Das klingt, als hätten sie zumindest eine gemeinsame Vergangenheit. Ja, nehmen wir jetzt mal die Nudeln. Ich kenne Mutter Cecilia nicht persönlich, aber ich habe noch nie gehört, wie jemand ein böses Wort über sie gesagt hat. Wenn sie den Baron erzürnt hat, dann hat sie sicher ihre Gründe dafür gehabt. Okay, die Geschichte, die kennen wir ja jetzt eigentlich schon. Also Andreas, das klingt, als gäbe es viel zu klären. Gut, das ist gewissermaßen jetzt so eine Zusammenstellung der möglichen Täter bzw. Motivstränge, die wir jetzt wahrscheinlich abarbeiten müssen. Danke für eure Sorge. Sie hat mir geholfen zu verstehen, wie ich Piero helfen kann. Ihr seid hier stets und zu jeder Zeit willkommen, Andreas. Ja! Der Bursche wird sich besonders freuen. Gott mit euch, Andreas. Danke und sei artig, bis ich wieder da bin, Berthold. Ich versuch's. Okay, 2 Tage verbleiben. Ich habe mehrere Spuren, denen ich folgen muss, aber wo soll ich anfangen? Ich könnte mit Linhard Steinauer sprechen. Er arbeitet wahrscheinlich vor seinem Haus. Die Witwe Kemperin wohnt südlich von hier, in der Nähe von Franz Bauer. Prior Ferenc ist normalerweise im Skriptorium, aber ich kann erst morgen mit ihm sprechen. Dennoch hindert mich nichts daran, mit Mutter Cecilia im Konvent zu sprechen. Das haben wir schon getan. Abends war das. Aber wenn ich nicht an... Chat, abends soll ich ans Fenster den Stein werfen. Zur Obduktion, das war später. Aber wenn ich nicht an Bruder Florians Untersuchung der Leichen der Abtei teilnehme, muss er sie ohne mich durchführen. Ah, jetzt ist der Zeitpunkt. Okay, wartet mal. Stimmt, None. Ah,
ja. Richtig, ihr habt recht, ihr habt recht, ihr habt recht. None. Dann finde ich das tatsächlich das Spannendste. Auch wenn ich mal oh Gott, das wollte ich nicht, Leute. Auch wenn ich mal behaupte, dass wir da nicht so viel erreichen können. Okay, warte mal. Das ist die Hauptquest, die Untersuchung des Erzdiakons. Der Diener des Barons Michlaus ist nach Innsbruck aufgebrochen, um die Anwesenheit von Hochwürden Jakob Estler zu erbitten, dem Erzdiakon von Freising. Gut. Die Wut eines Steinmetzes. Ich sollte mit Linnert sprechen, um herauszufinden, worüber er mit dem Baron gestritten hat. Fluch der Witwe. Ottilia Kemperin hat den Baron verflucht, als wir über die Wiese gingen. Ja, genau. Okkulte Hände. Mhm. Der Baron und die Nonne. Ich muss die Bibliothek durchsuchen, um herauszufinden, ob es Aufzeichnungen über die Nonne gibt, die den Baron Rotvogel verletzt hat. Ich müsste mich hineinschleichen, nachdem die Nonnen zum Komplett gegangen sind. Ich brauche nur einen Zugang. Okay, also als erstes müssen wir dann den Zugang finden. So, jetzt weiß ich natürlich nicht... Oh, und oben haben wir noch Sinnflut. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das Spiel tickt. Sinnflut. Das war aber die Geschichte. Geht es da noch weiter? Nee. Also ob jetzt jede Aktion quasi einmal Zeit verbraucht. Das könnt ihr mir auch mal sagen, lieber Chat. So von der Spielmechanik her. Also nehmen wir an, ich würde jetzt mit der Witwe sprechen, würde dann None verstreichen. Muss man also jetzt sozusagen in diesen Dimensionen denken? Nur die Hauptaktion verbrauchen Zeit, normale Gespräche keine Zeit. Okay, gut. Das ist insofern ein bisschen unterschiedlich. So, jetzt wurde eben gesagt, da geht es noch weiter bei der einen Quest. Dann gucke ich mir das nochmal an, was ich da übersehen habe. Sinnflut. Doch, es geht weiter. Ja, ja, ja. Stimmt, das ist die Zusammenfassung. Okay, Bruder Florian bat mich, bei der Untersuchung des Leichnams des Barons dabei zu sein. Alternativ kann ich die Ermittlung beginnen, indem ich meinen anderen Hinweisen folge. Der Abt will mich nicht in der Nähe haben. Sollte ich mich also für Bruder Florian entscheiden, muss ich dessen Aufmerksamkeit erregen, indem ich einen kleinen Stein gegen das Fenster des Spitals werfe. Gut, verstehe. Dann entscheide ich mich jetzt tatsächlich... diese offenbar jetzt einmalige Chance der Obduktion zu nutzen und daran teilzunehmen. Das wollen wir uns doch nicht entgehen lassen. So eine spektakuläre Aktion. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir ans Fenster? Ah, da ist das Fenster schon, alles klar. Wir werfen den Stein. Wir werfen den ersten Stein. Andreas, hier entlang. Da seid ihr ja. Ich bin froh, dass der Sturm euch nicht aufgehalten hat. Auch wenn ich Anweisungen gab, nicht gestört zu werden, wir müssen nun schnell sein. Ein Leichnam von nahem zu sehen, kann für manche beunruhigend sein. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Ja, das ist in Ordnung. Ich habe mich bereits genug in meinem Leben übergeben, sodass es mir jetzt nicht mehr viel ausmacht. Nun, das ist wohl ein Weg, sich damit abzufinden. Nur bemüht euch bitte dabei nicht, mich oder den Leichnam zu besudeln. Nun dann, du solltest dir vermutlich Notizen machen. Sie könnten später nützlich sein. Natürlich. Was jetzt in echt Notizen? Nee, er macht Gott sei Dank die Notizen für mich. Okay. Ich beginne mit der Inspektion der Vorderseite, mit dem Gesicht und dem Kopf.
Keine sichtbaren Wunden, keine Verunstaltungen, Zähne in gutem Zustand, nichts Besonderes. Nacken, Schultern und Brust sind normal. Ich muss etwas Blut abwischen, um den Torso zu untersuchen. Das erinnert mich übrigens an eine Szene bei Disco Elysium. Da gab es doch auch, eine Obduktion. Irgendwo im Keller oder so. Oder war das bei Disco Elysium? Oder verwechsel ich das? Ich weiß es nicht. Naja, gut. Ja, das ist sie. Eine Einstichwunde zwischen der 6. und 7. Rippe. Quincy, im Garten war das. Ah, der Gehängte, okay. Okay, kleiner Exkurs jetzt hier. Und der fantastische Würfelpatzer beim Versuch, die Kugel aus dem Körper zu werken. Ja, jetzt wollen wir aber nicht abweichen. Wir bleiben hier. Allerdings ist sie recht flach, etwa 1 Zoll tief nach meiner Vermutung. Und vermutlich von seiner Hand. Hä? Von seiner Hand? Hä? Immer die Frage nach dem Nürnberger Zoll, dem Unsburger Zoll, das hatten wir doch schon. Moment, er hat sich das selbst zugefügt? Woher wisst ihr das? Aus dem Winkel und der Tiefe des Schlags. Es sieht so aus, als hätte er es in der rechten Hand gehalten, als er auf die Seite fiel. Okay, im Fallen quasi so reingestochen. Ihr solltet wissen, dass ich nicht immer ein Mönch war. 10 Jahre lang war ich ein Söldner in Polen. Durch meine Zeit auf dem Schlachtfeld bin ich mit Wunden gut vertraut. Ich bin kein echter Chirurg, aber der Beste, den Kirsau hat. Wenn die Wunde so flach ist, kann sie nicht wirklich tödlich gewesen sein. Es ist vermutlich nur eine zufällige Wunde, die ihm beim Sturz auf sein eigenes Messer zugefügt wurde. Er muss eine weitere Wunde haben, die für die Blutlache verantwortlich ist, in der wir ihn gefunden haben. Okay, spannend. Dann bedeutet das doch, dass Bruder Piero unschuldig ist. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Bruder Piero den Baron erstochen hat, erklärt aber noch nicht, was den Mann tatsächlich getötet hat. Bruder Piero hätte dieses Messer nie aufheben dürfen. Ich bin sicher, es kam ihm nie in den Sinn, dass er damit schuldig aussehen würde. Nun denn, machen wir weiter. Nun, da befindet sich ein Geschwür an seinem Geschlecht. Vermutlich von der Franzosenkrankheit. Ich bezweifle, dass es etwas mit seiner Ermordung zu tun hat. Was ist denn die Franzosenkrankheit? Warum heißt die so? Ist das nicht ein bisschen gemein gegenüber den Franzosen? Das ist Syphilis? Echt? Syphilis bezeichnet man als Franzosenkrankheit? Ist ja skurril. Ich gieße mir mal ein bisschen nach. Frag mal, wie sie in Frankreich genannt wurde. Ja, weiß ich nicht. Die deutschen Krankheit oder was? In Polen hieß sie die deutsche Krankheit. Aha, die Franzosen nennen sie die italienische. Gut. Ah, wir wissen natürlich Bescheid. Die Krankheit, die französische Soldaten sich in den Bordellen von Neapel zuzogen. Ja, woher wisst ihr davon? Nun, oh, ich verstehe. Habt ihr Quecksilber dafür verwendet? Glücklicherweise habe ich nicht darunter gelitten. Man muss Vorsicht walten lassen. Ah, gut. Ah, sehr schön. Auf jeden Fall scheint der Baron nicht der treueste Ehemann gewesen zu sein. Nicht ungewöhnlich für den Adel. Ja, brauchen wir nicht kommentieren. Ich mache unten weiter. Ja, mach mal unten weiter.
Abgesehen von einigen Blasen an seinen Füßen, die vermutlich von neuen Schuhen stammen, ist mit seinen Beinen alles in Ordnung. Andreas, könnt ihr mir helfen, ihn umzudrehen? Natürlich. Seine Wirbelsäule weist eine leichte Unregelmäßigkeit auf, vielleicht von einer alten Verletzung. Ich glaube aber nicht, dass es etwas damit zu tun hat, wie er gestorben ist. Ich habe genug Zeit mit Adligen verbracht, um zu vermuten, dass er wahrscheinlich bei der Jagd vom Pferd gefallen ist. Es erscheint mir töricht, dafür das eigene Leben zu riskieren, aber was weiß ich schon. Was auch immer der Grund war, es hat nicht zu seinem Tod geführt. Hier, eine ziemlich dramatische Kopfwunde. Durch das dunkle Haar und das Blut ist es schwer zu erkennen, aber sie ist ziemlich schlimm. Ich habe noch nie jemand mit einer derart schweren Kopfwunde davonkommen sehen. Wie viele Kopfwunden habt ihr gesehen? Zu viele und nicht genug. So makaber es auch klingt, es gibt immer noch mehr zu lernen. Italienische Ärzte versuchen, so viele Leichname wie möglich zu untersuchen, um die Mysterien des Körpers vollends zu verstehen. Die Schlachtfelder Polens und Litauens sind zwar nicht so ideal zum Lernen wie die Universität von Bologna, aber sie vermittelt mir auch eine Art Bildung. Bologna, eine der größten Städte Italiens, seit Jahrhunderten ein Zentrum der Künste. Sie beherbergt eine bekannte Universität, in der sowohl Dante als auch Petrarca studierten. Lieber werde ich von jemandem mit Erfahrung behandelt, als von einem Anfänger mit Universitätsausbildung. Ich schätze eure Zuversicht. Die Wunde scheint durch einen einzigen kräftigen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand verursacht worden zu sein, der vermutlich nicht größer als 4 oder 5 Zoll war. Woher wisst ihr das? Jetzt hätte nochmal die Frage mit dem Nürnberger Zoll kommen müssen, aber egal. Der Schädel ist an einer einzigen Stelle gebrochen und die Haut dort ist deutlich eingedrückt. Es erfordert außerordentliche Präzision, dieselbe Stelle erneut zu treffen, es sei denn, der Baron war bereits tot. Sehr wahrscheinlich starb er nicht sofort. Wie lang kann er überlebt haben? Ich habe ähnliche Wunden im Kampf gesehen. Die Opfer überleben nicht länger als ein paar Minuten, aber es ist ein qualvoller Tod. Dennoch kann er sich nicht weit von der Stelle entfernt haben, an der er den Schlag erhielt. Er wurde also vielleicht nicht im Kapitelsaal angegriffen. Er wurde entweder im Kapitelsaal attackiert oder irgendwo in der näheren Umgebung. Könnte er außerhalb der Abtei angegriffen worden sein? Nein, das glaube ich nicht. Mit einer solchen Wunde wäre er vorher draußen zusammengebrochen. Und sicher hätte ihn jemand gesehen. Was auch immer den Baron getötet hat, es war ein stumpfer Gegenstand von beträchtlichem Gewicht. Der Teil, der ihn getroffen hat, war wahrscheinlich etwas kleiner als eine Faust. Hätte es auch eine Faust sein können? Ha, nein, nicht einmal der stärkste Soldat könnte dies mit einem Schlag erreichen, sofern der Kopf des Barons nicht zu Boden gedrückt war. Doch selbst dann würden wir auch Verletzungen an Nase oder Stirn sehen. Hätte eine Frau oder ein älterer Mensch es tun können? Das hätte jeder tun können, mit der richtigen Waffe und ausreichender Größe. Wer auch immer das getan hat, muss den Baron überrascht haben. Bis auf die kleine Messerwunde hat er keine weiteren Verletzungen. Ich vermute, er wurde geschlagen, zog sein Messer, um sich zu verteidigen, und fiel darauf, ehe Bruder Piero ihn entdeckte. Ich denke, wir haben 2 wichtige Dinge entdeckt. Piero hat den Baron nicht erstochen und selbst wenn er es getan hätte, das hat ihn nicht getötet. Allerdings könnte mehr nötig sein, um den Erzdiakon von Bruder Pieros Unschuld zu überzeugen. Und wir wissen außerdem, dass der Baron durch einen Schlag auf den Kopf getötet wurde, mit einem schweren, stumpfen Gegenstand. Nun müsst ihr nur herausfinden, womit er geschlagen wurde und wer den Schlag ausführte.
Oh, es gibt noch einen weiteren Gegenstand, den ich in der Jacke des Barons fand, aber nicht ohne euch öffnen wollte. Sehr gut. Ja, da war eine Blutspur an der Wand. Genau, das stimmt. Was haben wir denn da? Eine Art Nachricht. Ich denke, ihr werdet sie sorgfältiger öffnen, als ich es könnte. Das Mädchen, das starb und die Unschuldige mit ihr. Matutine, Kapitelhaus. Okay, also das Matutine, das Kapitelhaus, das war auf jeden Fall die Aufforderung, die Unschuldige ist das ungeborene Kind. Das habe ich auch so interpretiert. Aber bedeutet das, dass das Mädchen gestorben ist? Wir haben ja schon geahnt, dass sie schwanger geworden ist. Möglicherweise lebt die gar nicht mehr. Okay, interessant. Ja, Matutine hat die Eingemauerte gerufen. Die hatte ja die Vorahnung, ja. Das könnte natürlich sein, dass es eine Abtreibung gegeben hat, ja. Auch das ist möglich. Und dass das Mädchen dabei gestorben ist, wäre auch möglich. Nee, nicht die Eingemauerte, die hieß so. Matutine ist doch eine Uhrzeit, oder? Oder ist das ein Name? Ich bin bei diesen komischen Zeiten. Genau, Matutine ist das Nachtgebet, ja. Aber wartet mal, das ist, aber das, wenn das das Nachtgebet ist, dann passt das jetzt ja nicht mit den anderen Uhrzeiten zusammen. Obwohl, ja doch, wenn er schon nachts dort gelegen hat. Klar, die haben ihn ja jetzt morgens erst gefunden. Also die Tat ist nachts geschehen. Und zwar genau da, wo die Frau, die eingemauerte Frau, ihre Vorhersage, also ihre Weissagung hatte, ihre Vision hatte. Die hat quasi die Tat gesehen in ihrer Vision. Ich finde, als Okkultist müssten wir in der Lage sein, mit dieser Frau dort kommunizieren zu können. Vielleicht irgendwas aus ihr rauszubekommen. Er hat morgens noch gelebt. Ja, stimmt, richtig. So hieß es. Aber vielleicht ist das... Aber vielleicht ist das verdächtig. Der Einzige, der uns das gesagt hat, war der Diener. Vielleicht ist es gelogen. Ne? Das ist doch der Einzige, von dem wir die Information haben, dass er spazieren war. Okay, der Diener ist damit für mich auch irgendwie ein bisschen mitverdächtig. Weil das deutet jetzt auf eine andere Tatzeit hin. Vielleicht bezieht sich die Nachricht auf den heutigen Abend. Könnte theoretisch auch sein. Okay, also ich halte es für unwahrscheinlich, aber es könnte natürlich sein, dass diese Aufforderung für ein Treffen, dass das quasi noch ein zusätzliches Ding ist und jetzt nichts mit dem Mord unmittelbar zu tun hat. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Okay, also welches Mädchen? Wir vermuten eine der Nonnen. Fragen wir ihn mal. Es ist Jahre her, seit eine der Nonnen gestorben ist. Vielleicht erinnert sich Mutter Cecilia noch. Könnt ihr sagen, wer das geschrieben hat? Oh. Okay, interessant. Definitiv jemand mit einer Menge Erfahrung als Schriftgelehrter. Tja.
Niemand aus Italien, so viel kann ich sagen. Italienische Schreiber verwenden die humanistische Minuskel. Hier behandelt es sich um eine hochentwickelte gotische Handschrift. So gut Erdog und Guy auch sind, ich glaube nicht, dass sie dies nachbilden könnten. Was? Wirklich? Wenn nicht sie, wer dann? Das will ich herausfinden. Ich wünsche euch bei der Suche nach der Antwort viel Glück. Ich will euch nicht drängen, aber ich muss euch nun bitten zu gehen. Jede weitere Minute hier ist ein zusätzliches Rie... Okay, es klopft. Erwartet ihr jemanden? Werner. Bruder Florian, könntet ihr öffnen? Hier ist Werner Stolz, der Arzt aus Tassing. Nun, ich bin gerade beschäftigt. Könntet ihr nach dem Essen wiederkommen? Ich fürchte, es kann nicht warten. Vater Gernot bat mich, den Leichnam des Barons zu untersuchen. In Ordnung, gebt mir einen Moment. Andreas, ihr müsst euch verstecken. Natürlich. Was für ein Versteck. Großartig. Ah, Dr. Stolz. Es tut mir leid, dass ihr warten musstet. Nun, wie kann ich helfen? Der Abt möchte, dass ich den Leichnam des Barons untersuche, bevor seine Frau eintrifft. Das erscheint mir unnötig, da ich bereits meine eigene Untersuchung abgeschlossen habe. Nun, dann macht es doch nichts aus, wenn ich einen Blick darauf werfe. Dr. Stolz, bei allem Respekt, ich bin fertig. Die Todesursache ist eindeutig. Wärt ihr eine Stunde eher eingetroffen, hättet ihr mir gerne assistieren können. Assistieren? Ich bin Arzt und habe eine Universitätsausbildung genossen. Ich kann sehr wohl allein einen Leichnam untersuchen, ohne die Hilfe eines Schlachtfeldquacksalbers. Nee, kommt, wir bleiben versteckt. Was auch immer ihr von meinen Fähigkeiten haltet, die Untersuchung ist abgeschlossen. Wenn ihr darauf besteht, den Leichnam dennoch zu untersuchen, dann muss ich darauf bestehen, dass der Abt mir dies selbst sagt. Hä, wie bitte? Es wäre eine reine Zeitverschwendung, den Abt hierher zu bringen. Ebenso wie eine Untersuchung dieses Leichnams, nachdem eine vorangegangene bereits abgeschlossen wurde. Schwachsinn, ich werde sofort mit Vater Gernot zurückkehren. Oh, sehr gut, er hatte Zeit für uns rausgeholt. Gut gemacht. Das war knapp. Nun verschwindet schnell durch den Kreuzgang, ehe sie zurückkehren. Durch den Kreuzgang? Dann sind wir ja drin. Natürlich. Danke, Bruder Florian. Aber gerne. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Okay, gut. Damit vergeht Zeit. Ja, jetzt natürlich die spannende Frage. Hätten wir noch vorher doch noch was anderes machen können? Ich sollte jemanden finden, bei dem ich essen kann. Die Kirche ist offen. Da gehen wir mal rein. Ich muss immer an diese Nachricht denken. Das Mädchen, das starb und die Unschuldige mit ihr. Was könnte das bedeuten? Und wer hat es geschrieben? Nee, die Tür steht nur auf. Ich kann da aber nicht rein. Wisst ihr was? Ich habe ja einen Verdacht, was der Gegenstand sein kann. Nämlich das... Das Ding hier. Der abgetrennte Arm. Eindringlich war mit der Hand des heiligen Moritz, die einst die heilige Lanze gehalten haben soll. Das war's doch, oder? So, warte mal. Wir haben jetzt hier die ganzen... Können wir die ansprechen? Im Gebet ist ein bisschen unhöflich, oder? Mathilda. Gott segne euch, Meister Maler. Sophie. Gott segne euch. Nee, die wurde wieder hingestellt. Ein misslungener High Five. Margarete, Meister Maler? Ja, ich bin es, Schwester. Glaubt ihr, Bruder Piero hat wirklich den Baron ermordet? Glaubt ihr es? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Vater Abt sagt, dass der Teufel manchmal in Menschen einfährt und sie schreckliche Dinge tun lässt. Ich denke nicht, dass der Teufel in Bruder Piero einfuhr. Glaubt ihr, der Teufel könnte hier in Kirsau erscheinen? Nein, ich denke, Menschen sehen den Teufel, wo sie ihn sehen wollen. Ich
habe den Teufel nicht gesehen, aber ich glaube, ich habe seinen Odem gerochen. Letzte Nacht erwachte ich vor der Matutine und roch etwas in unserem Dormitorium. Eigenartig war das. Moos und Schwefel, gemischt mit Weihrauch und Rosen. Moos und Schwefel. Wartet mal. Das könnte natürlich sein, dass die ihre okkulte Geschichte gemacht haben. Dass das währenddessen irgendwie passiert ist. Es bewegte sich durch den Raum. Schreien wollte ich, aber ich war zu ängstlich. Und dann war es fort. Ich schäme mich, dass ich nicht schreien konnte, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Nee, nicht Piero. Der Prior und Lorenz zusammen. Haben die anderen Schwestern auch etwas gerochen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie haben alle geschlafen. Danke, Schwester Margarete. Gott segne euch. Okay, aber wie gut, dass sich diese kleinen Gespräche hier immer auch lohnen. Lisbeth, Gott segne euch. Gertrude, Gott segne euch. Warte mal, aber was meinte sie jetzt? Haben die ein eigenes Dormitorium? Oder, ja, die müssen noch ein eigenes haben. Aber, hä? Aber es ist nicht eingezeichnet. Die schläft doch bitte jetzt nicht im... Die schläft doch jetzt nicht im Dormitorium der Männer, oder riecht dort was? Ja, ja, klar, sind die getrennt. Das ist mir schon klar, aber das ist... Ich verstehe nicht, wo sie das gerochen hat. Das heißt, jemand muss ja drüben gewesen sein. Okay, ich würde sagen, wir müssen nochmal mit der Priorin sprechen. Vielleicht, jetzt haben wir noch neue Informationen, vielleicht kann man da doch noch was erfahren. Wir gucken mal, ob hier noch irgendwas ist. Die Sachen haben uns ja beim letzten Mal schon angeguckt. Hier ist nichts Neues, da kommen wir nicht rein. Okay, sie ist nicht... Ach, sie war... War sie eben da auch? Habe ich sie übersehen? Die eine Pflanze haben wir uns noch nicht angeguckt. Ich weiß nicht mehr, was wir uns angeguckt haben. Wundklee, das kann ich mich erinnern. Fingerkraut. Ja, bei der einen standen die Figuren davor, ne? Ja gut, aber das ist jetzt bedeutungslos. Mutterkraut. Ah! Genau, das war das mit dem Kater. Gut, also hier ist nichts Neues. So. Jetzt würde ich gerne mit der Witwe eigentlich sprechen. Hier können wir interessanterweise auch essen. Mit Essen beenden wir das. Das will ich natürlich jetzt nicht. Oh! Oho! Die Damen sind da. Frau Salomea. Okay. Naja, Eingang in die Bibliothek, aber da haben wir ja jetzt keinen Anhaltspunkt. Der Hund, ja. Ja, ich denke, wo wir hier sind, werden wir mal sprechen, ne? Ah, Meister Maler. Ach so. Okay, also mit dem... Ich verstehe, mit dem Essen vergeht immer Zeit, ne? Ich möchte mit dir über meinen verstorbenen Ehemann sprechen. Tja, Chat, was meint ihr? Wollen wir mit ihr jetzt sprechen oder wollen wir lieber... Ich meine, sie ist keine unmittelbar Verdächtige, aber es kann natürlich zu wertvollen Hinweisen vielleicht noch führen. Ja, noch nicht essen, noch ein bisschen erkunden. Ja.
Ist die Frage, wenn ich jetzt Nein sage, ob ich einfach später das noch machen kann? Klar, wir wollen sprechen, aber ich will jetzt auch nicht hier Möglichkeiten verschwenden, Dinge zu erkunden. Ich guck mal, was passiert, wenn ich jetzt ablehne. Ich verstehe, vielleicht ein anderes Mal. Was ist, wenn ich sie jetzt nochmal anspreche? Aber warte mal, wir sehen das auf der Karte, ne? Ah ja, Essen ist noch möglich. Okay, alles klar. Also ich denke, wir können das wiederholen. Wir gucken erstmal. Also, es gibt jetzt viele Punkte, die wir noch machen können. Unter anderem auch den Jungen. Der Junge ist ja auch noch wichtig, ne? So, durch den Wald brauchen wir jetzt nicht gehen. Der Müller ist jetzt erstmal nicht so bedeutend. Hier, mit der würde ich gerne nochmal sprechen, geht aber im Moment nicht. Wir können jetzt hier runter zu Franz Bauer und Witwe Kemperin. Kennen wir mal den als nächstes. So, hier haben wir Franz Bauer, da ist nix. Der ist hier wahrscheinlich, das ist Franz, okay. Hey, Maler, habt ihr meinen Sohn gesehen? Ah, das ist der Sohn von Franz Bauer, okay. Ja, hab ihn heute Morgen aus der Abtei laufen sehen. Diese verdammte Ratte. Der faule Kerl hat geschlafen, als ich aufs Feld ging, hat seine Mutter gesagt, er wäre krank. Hat er was zu euch gesagt, wohin er ist? Tatsächlich sagte er mir, ich solle Scheiße fressen. Gott verdammt, wie oft habe ich ihm schon gesagt, muss er von seiner Mutter haben. Ganz sicher hat er dieses Verhalten nicht von mir. Wenn ihr ihn seht, sagt es Kati, ja? Wer ist Kati? Okay, das ist seine Mutter wahrscheinlich. Sie treibt mich deswegen noch in den Wahnsinn. Was bereitet ihr denn Sorgen? Es gibt nichts in dieser Welt, was meine Frau keine Sorgen macht. Martin ist da keine Ausnahme. Der Junge läuft immer davon und kommt auch immer wieder nach Hause. Trotzdem wird sie ganz hysterisch. Ja, ich sag Kathi Bescheid. Gut. Bis später, Maler. Bis dann. Okay, also der ist natürlich für uns auch noch super wichtig. Wo geht's denn hier eigentlich jetzt noch lang? Diese Holzschnitzereien sind ziemlich merkwürdig. Okay, ich glaube, hier geht's zur Witwe, ne? Oh ja. Okay, also die ist offensichtlich... pflegt die alte Gebräuche. Da haben wir Ottilia. Wir gucken mal ganz kurz. Okay, wir haben hier einen Stock. Rannigs Stock. Wuchtig und stabil. Oh! Und hier ist der Kopf abgebrochen. Die Bruchstelle sieht frisch aus. Könnte Ottilia mit dem Stock Lorenz erschlagen haben? Ottilia, der Stock eures Mannes ist zerbrochen. Erinnert ihr euch, wie das passiert ist? Woher soll ich das wissen? Alles hier drin ist kaputt und fällt auseinander. Der Kopf brach irgendwann ab. Wie genau, weiß ich nicht mehr. Wir sagen nichts. Pah. Okay. Wow, das gibt sogar direkt eine neue Quest. Der Fluch der Witwe. Beziehungsweise eine Erweiterung. Ich fand den alten Stock im Haus der Witwe. Ja, okay. Gut, sprechen wir sie mal an. Wollt ihr was? Okay, also sie redet nicht mit uns. Das war's soweit. Okay, ich verstehe. Also zum Beispiel jetzt das Essen würde die Zeit weiter treiben lassen. Und überall, wo jetzt hier solche Krüge sind, können wir essen und können gewissermaßen die Zeit vorspulen lassen. Aber lustigerweise wird uns gesagt, dass hier so ein Krug ist, vielleicht bei dem anderen. Also bei ihr ging es ja jetzt nicht zu essen. Ist hier noch irgendwas? Hier ist Schluss. Da geht's zu Johann Bauers Hof. Gehen wir mal da gucken. Was ist hier unten? Da kommen wir nicht hin.
Johann Bauers Haus ist zu für uns. Okay. Johanns Familie hält Bienenstöcke für Honig und Wachs. Johann. Andreas, habt ihr schon Pläne fürs Abendessen? Warum kommt ihr nicht zu uns an den Tisch? Vielleicht ein andermal. Natürlich, mach es gut. Okay, der ist für uns jetzt nicht so wichtig. Stadtalmende. Und da gehen wir zum Gärtnerhof. Verstehe. Okay, also wir müssen uns jetzt überlegen, mit wem wir Abendessen, um jetzt ein Gespräch zu führen. Verstehe. Im Gärtnerhof geht das auch. Ja, ja, Sarkastik, ich hab's verstanden jetzt. Erstmal zur Ruine. Das Haus von Franz Bauer. Warte mal, wo war dein Haus? Habe ich jetzt ein Haus übersehen? Da konnten wir nicht rein, oder? Johann Bauer? Haus von Franz Bauer? Was meint ihr? Franz Bauer. Da war auch zu, da konnte ich auch nicht rein. Da bin ich ja vorbeigelaufen. Okay, warte mal. Gibt es eigentlich jetzt einen Ort, den wir jetzt noch nicht untersucht haben? Ja, die Mühle, die römischen Ruinen. Das ist, glaube ich, jetzt noch komplett neu. Werner da oben. Ich würde mal sagen, das schauen wir uns noch an und dann entscheiden wir, mit wem wir essen. Ja, ja, wo Martin ist, wissen wir nicht. Das weiß ja weder seine Mutter noch sein Vater. Ja, aber beim Steinhauer ist es halt ein Gespräch. Und das müssen wir entscheiden, was uns wichtiger ist. Ob das Gespräch mit dem Steinhauer oder das Gespräch hier mit der Frau. So, Bäcker Alban waren wir. Ist jetzt, glaube ich, nicht so entscheidend, aber das hier ist nochmal interessant. Noch mehr Ruinen. Ob die wohl alle aus der alten römischen Kolonie stammen? Stolzhaus. Tassing hat Glück, dass hier so viel Wundklee. Okay, auch hier gibt es Wundklee. Ja, natürlich ist auch die Hebamme interessant. Definitiv. Da gucke ich kurz nochmal. Hat die auch ein Essenssymbol? Hat auch ein Essenssymbol, ja. Gut. Aber wir können halt nur einmal essen, Leute. ich gehe jetzt mal hoch zu den Ruinen. Das sind die Drucker. Zur Mühle. Die Hebamme ist die Frau des Steinhauses. Ah ja, okay, alles klar. So, was haben wir denn hier? Warte mal, wo befinden wir uns jetzt? Und was ist das für ein widerlicher Windhund? Okay, von hier geht's in den römischen Ruinen. Glasfenster? Die müssen ein Vermögen gekostet haben. Ja, die sind ja immer reich, die Müller, ne? Haustierstaub. Hunde werden nicht gestreichelt. Was für eine seltsame Mühle. Der Wind dreht die Segel und das treibt den Mahlstein an. Kennt er das nicht? Wiese, Ruinen. Gucken wir mal. Wir haben ja des Nachts den Geist gesehen hier. Vielleicht hatte das damit was zu tun. Aha. Kinderzeichnungen. Von wem stammen die wohl? So. Was haben wir hier noch? Eingestürzt. So gelangt man wohl zum Aquädukt. Da kommen wir aber nicht weiter. Okay, Leute. Dann haben wir jetzt erstmal, glaube ich, alle Schauplätze uns angeschaut. Jetzt müssen wir entscheiden, mit wem wir sprechen wollen, um jetzt weiterzukommen. Meines Erachtens gibt es jetzt nicht keinen Ort mehr, den wir erreichen können und den wir noch nicht gesehen haben. Oder gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht quasi uns angeguckt haben. Ja, okay. Ich tendiere tatsächlich zum Gespräch mit der Baronin. Ich kann ja auch nicht sagen, warum ich dazu tendiere, weil eigentlich gehört sie jetzt nicht zu unseren Plänen. Das könnte ja auch jetzt quasi eine Ablenkung sein, weil die Zeit knapp ist. Salzmine ohne Kinder. Meint ihr, da kann man noch was finden? Es gibt jetzt überhaupt keinen richtigen Indiz, warum wir jetzt da was suchen.
Also es ist ein bisschen riskant. Also so vom Gefühl, also so vom Interesse halber, finde ich jetzt die Baronin am interessantesten. Aber ich weiß natürlich, dass wir klare Spuren haben, die wir eigentlich verfolgen müssen. Und das ist erstmal nicht die Baronin. Aber ich würde sagen, ich lasse mich jetzt mal von meinem Gefühl leiten und wir machen das. Wir gehen wieder hoch. Gibt es hier was Neues? Nee. Womöglich hat sie es beauftragt. Ja, möglich. Auch eine interessante These. Wir werden sehen. Sprechen wir mit ihr. Ah, Meister Maler. Ja. Das will ich jetzt. Andreas, Bauchgefühl. Vielleicht hat die Baronin auch leckeres Roggen. Werte Dame Rotvogel, es wäre mir eine Ehre, das Brot mit euch zu brechen. Vielen Dank, bitte nehmt Platz. Segne uns, o Herr, und diese deine Gaben, die wir durch deine Gnade erfahren. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Oh, lecker, Leute. Lecker, lecker, lecker. Also ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Ich fühle mich eher fehl am Platze hier, ohne den Baron. Danke, dass du das Mahl mit mir einnimmst, Meister Maler. Selbstverständlich. Die Ehre ist ganz meinerseits. Ja, das ist aber jetzt sehr anzüglich. Nee. Nee. Nee, 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 nee. So können wir dieses... Also das können wir am, ganz am Ende... Das können wir ganz am Ende vielleicht versuchen, aber so das Gespräch anzufangen, wäre jetzt sehr unklug. Wir wissen doch, dass die so tickt. Nein, die tickt nicht so. Das glaube ich nicht. Leute, haltet mal eure Triebe ein bisschen im Zaum. Wir müssen hier unserem Freund helfen. Hatte man uns gesagt, sie tickt so? Kann ich mich nicht erinnern. Ernsthaft? Ich muss gestehen, ich bin überrascht, dass ihr mit mir sprechen wollt. Lorenz hat nicht schnell Freundschaft geschlossen. Er war ein eigensinniger Mann mit... Was? Mit festen Überzeugungen, die er nicht zu teilen scheute. Seid nicht alle so horny. Ja, echt mal. Finde ich auch. Okay, was haben wir denn hier? Eine leckere Wachtel. Emmentaler Käse. Das war's? Boah, na gut. Fangen wir mal mit der Wachtel an. Da ging es um den Baron. Ja, genau. Als man mir sagte, er habe eine Art Freundschaft mit einem Künstler geschlossen, nun, da war ich neugierig. Es tröstet mich zu wissen, dass er hier an diesem ungewöhnlichen Ort Gesellschaft gefunden hat. Nicht, dass es in diesen kalten und tristen Alpenstädten viel Trost zu finden gäbe. Lorenz und ich wollten sie bereisen, ehe wir nach Worms zurückkehren würden, aber nun, zurückkehren werden wir. Mein herzliches Beileid, werte Dame. Ich fürchte, dieser Kummer ist nur der erste von vielen. Bist du verheiratet, Meister Maler? Ja, okay, jetzt können wir mal so eine kleine Bemerkung fallen lassen. Noch nicht. Es gibt noch so vieles in der Welt, was ich sehen möchte, wenn ihr versteht. Vielleicht ist es kein Wunder, dass du und Lorenz so schnell Freunde wurdet. Eieiei, sie weiß alles, sie wusste alles. Ich denke, er sah wohl sich selbst in dir. Ach du Schreck. Okay, Leute. Jetzt geht das hier in so eine Richtung, die ich eigentlich jetzt nicht einschlagen wollte.
Dennoch eine hilfreiche Info, dass sie alles wusste. Ja, finde ich auch. Und das kann ja nur der Diener erzählt haben. Könnte sein. Vielleicht ist der Diener auch scharf auf sie. Und das ist alles eine Verabredung zwischen ihr und dem Diener. Naja, wir gehen mal diesen Weg jetzt ein bisschen weiter. Wir teilten eine Leidenschaft für die schönen Dinge. Daran zweifle ich nicht. Er war immer dem Laster verfallen. Ich rede doch nicht vom Laster. Ich rede von den schönen Künsten. Seine Gelüste nach Trank und Frauen plagten ihn einst sehr. Doch die Scham verblasste mit der Zeit. Lorenz war nicht vollkommen. Seine Treulosigkeit war kein Geheimnis für mich. Aber sind wir nicht alle unvollkommen vor Christus? Wow. Ah, hier ist noch was. Frumenti. Ich liebte ihn, so wie eine Ehefrau ihren Mann angemessen lieben sollte. Aber würde nicht sagen, dass wir Freunde waren. Na, okay, alles klar. Ich hoffe nur, dass es nicht seine Gelüste waren, die ihm sein Ende brachten. Ich habe selbst nach einer Antwort auf dieses Dilemma gesucht. Standest du und Lorenz euch so nahe, dass du diese Mühen eingehst? Meine Gründe sind persönliche Natur. Na komm, sagen wir die Wahrheit. Mein Lehrmeister Bruder Piero wurde bei der Leiche des Barons gefunden, aber ich glaube nicht, dass er euren Mann getötet hat. Wenn nicht er, wer dann? Tja. Nee, da will ich jetzt mal nicht konkreter werden. Ich möchte nicht unpassend sprechen. Ich verstehe. Nun, es sollte mich wohl nicht überraschen, dass sich mein Ehemann viele Feinde gemacht hat. Er war ein Mann mit vieler Meinung und er äußerte sich freigebig gegenüber allen, die zuhören wollten und jenen, die es nicht wollten. Der vorherige Abtvater Matthias schien es an ihm zu schätzen. Der neue Abt ist vielleicht etwas konservativer. Vater Matthias war ein aufgeschlossener Mann, wie ich hörte, ein wahrer Gelehrter. Vater Gernot teilt Matthias' Leidenschaft für das geschriebene Wort nicht, duldet aber die Kosten dafür. In einer solchen Lage zu sein, würde jeden Mann unglücklich machen, ich verstehe. Ich frage mich, was er von Lorenz' Geschenk an die Abtei halten wird. Das Buch? Was für ein Geschenk. Es schien eine Kleinigkeit zu sein von größerem Interesse und Wert für meinen Mann und den ehemaligen Abt als für Vater Gernot. Ja, es geht um das Buch. Gut, wir greifen mal hier zum Käse. Er hatte ein Buch über die Geschichte von Tassing gefunden. Er glaubte, dass es einige skandalöse Details enthielt. Er sagte, die Befürchtungen von Vater Matthias seien bestätigt, aber Einzelheiten hat er mir nicht mitgeteilt. Okay, dass das Buch wichtig ist, wissen wir schon. Habt ihr eine Ahnung, worum es bei den Skandalen ging? Über die Geschichte von Tassing kann ich nicht viel sagen. Ich weiß aber, dass diese Gemeinschaft ziemlich alt ist. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr helfen kann. Ich bin nicht ungebildet, aber mir fehlt der Wissensdurst meines Mannes. Wenn ihr das Buch findet, wird hoffentlich seine Bedeutung klar. Ja, wir nicken ernst. Plant ihr, lange in Tassing zu bleiben? Nur so lange, wie der Erzdiakon braucht, um den Mord an meinem Ehemann zu untersuchen. Wenn auch die Gründe für meinen Aufenthalt hier schrecklich sind, habe ich es doch nicht eilig, zurückzukehren. Und warum das, wenn ich fragen darf? Ich sehe ein Schimmer von dem, was Lorenz in dir sah. Du bist wahrlich einnehmend, Meister Maler, und es fällt zu leicht, mit dir zu reden. Ach, ihr seid nicht die Erste, die das sagt. Ha, das überrascht mich nicht. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was aus mir wird, wenn ich nach Worms zurückkehre. Mein Titel und mein Zuhause könnten in Gefahr sein. Lorenz und ich haben einen Sohn, doch er ist noch jung. Ich weiß nicht viel über die Rechtslage, nur dass meine Position in gewisser Weise gefährdet ist. Okay, aber das würde bedeuten, dass sie als Täterin oder Auftraggeberin doch eher nicht in Frage kommt, oder?
Ihr seid in einer schwierigen Lage, werte Dame. Ich werde für euer Glück beten. Und so auch ich, Meister Maler. Es tut mir leid, dass ich unser Gespräch beenden muss, aber ich fürchte, ich muss mich ausruhen. Danke für die Einladung an euren Tisch. Alles Gute, Meister Maler. Und was auch immer man über meinen Ehemann sagt, ich bin sicher, er wusste deine Freundschaft zu schätzen. So. Ein Tag, 17 Stunden, Leute. Ich sollte mir etwas Schlaf genehmigen oder in die Bibliothek einbrechen. Ja, das wäre natürlich super, aber wir wissen überhaupt nicht, wo. Okay, also das Gespräch fände ich jetzt, war es das wert, wenn wir wirklich begrenzte Zahl von Gesprächen hatten? Ach, es war natürlich schon irgendwie interessant, aber nicht wirklich zielführend. Wir gucken mal. Wir gucken auf jeden Fall mal hoch, ob wir da einbrechen können. So, geht's hier irgendwie? Nee, da kommen wir nicht rein. Ja, wenn die Nonne den kennt, muss es da sein, ja. Aha, schaut mal, jetzt können wir rein. Oh Mist, Mathieu ist der Zirkator der Abtei. Wenn er mich sieht, wird er mich rausschmeißen. Ich darf nicht gesehen werden, bis er eingeschlafen ist. Nur gut, dass er schlecht sieht. Sakristei. Ja, ich glaube nicht, dass er Wache gehalten hat. Er hat hier noch irgendeine Aufgabe erledigt. So, jetzt gucken wir mal. Also, wenn es einen Geheimgang gibt, dann bestimmt in der Krypta. Über die Krypta irgendwie. Aber der Turm ist auch interessant. Wir gehen mal erstmal in den Turm. Wir gehen mal hoch, aber ich glaube eigentlich, dass es in der Krypta weitergeht. Deswegen gehe ich zuerst in den Turm. Okay. Interessant. Hier wird geläutet. Gut, wahrscheinlich kam er da gerade vom Läuten, nicht wahr? Den Tatort, da kommen wir jetzt nicht hin. Doch, wir kommen in den Kreuzgang. Aber das machen wir erstmal noch nicht. Wir gehen jetzt in die Krypta. Die Fundamente der Abtei wurden gebaut, als die Römer dieses Land besetzten, nicht lange nach dem Tod Christi. Diese Grabsteine reichen Jahrhunderte zurück bis hin zur Gründung der Abtei. Abt Dietrich am Höhepunkt der Macht Kirsaus im 14. Jahrhundert. Diese Zeiten sind längst vorbei. Ein wunderschönes Werk, das die Jungfrau mit dem Kind zeigt. Eine Schande, dass es hier unten verstaubt. Warte mal, hier gibt es doch bestimmt irgendeinen geheimen Druckpunkt hier. Eines dieser Teile muss sich irgendwie bewegen. Ja, genau. Das war's. Was jetzt? Okay, was wollen wir in der Bibliothek? Wir wollen das Buch über die Nonne suchen. Wenn ich diese Treppe hinaufgehe, wird es etwas dauern, die Aufzeichnung zu finden, die ich benötige. Ich werde morgen früh weniger Zeit haben, wenn ich jetzt nicht umkehre. Ja, ist trotzdem wichtig. Wir wollen die Bibliothek betreten. Oder wir können doch versuchen, irgendwo anders hinzugehen, aber ich denke, das ist zu riskant. Wir machen das jetzt. Okay, durchsuche die Aufzeichnung der Nonnen. Gucken wir mal kurz.
der Baron und die Nonne. Ich habe beschlossen, es zu riskieren und die Bibliothek zu betreten, um die Aufzeichnungen der Schwestern zu durchsuchen. Es muss hier einen Hinweis darauf geben, welche Schwester bei Lorenz Rotvogels letzten Besuch zu schaden kam. Gut, dann schauen wir mal. Hier ist ganz offensichtlich nichts. Was ist das? De Herbes Cambrier. Der Autor heißt Catfellus von Salopia. Er kommt mir nicht bekannt vor. Beifuß und Mäusedorn. Ich weiß nicht, was ihre Wirkung ist, aber sie klingen besonders. Ein wunderschön bebildertes Buch. Der Autor scheint aus eigener Erfahrung zu berichten. Ein wundervolles Juwel für die Abtei. Es geht noch hoch. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Bifolium aus einem längeren Text. Die Mysteria Astra? Das sagt mir nichts. Anscheinend eine Art astronomischer Text. Sie scheint unvollständig zu sein, erklärt aber die Verbindung zwischen astrologischen Zeichen und Elementen und die Beziehung zur Alchemie. Oh, da sind die Symbole vielleicht. Nee, sind das die Symbole, die wir schon kennengelernt haben? Das könnte noch eine Bedeutung haben. Jedes Zeichen wird von einem der vier Elemente bestimmt. Krebs, Skorpion und Fische sind die Wasserzeichen. Steinbock, Stier und Jungfrau die Erdzeichen und so weiter. Hier endet der Text. Auf der nächsten Seite steht etwas ganz anderes. Schwester Illuminata versucht wohl, den größeren Text wiederherzustellen. Diese beiden Seiten waren zwar recht interessant, aber auch sehr grundlegend. Ja nun, es können ja nicht alle Aristoteles sein. Ist vielleicht noch Teil eines Rätsels? Äußerst sonderbar. Historia de Labyrinto Librorum. Gut. Wir haben Kenntnisse aus zweierlei Quellen. Ah, der Name der Rose lässt grüßen. Das kommt davor? Okay. Ach so, ein Professor aus Bologna. Ein Ort in Piemont, alles klar. Die Details von der Name der Rose habe ich nicht mehr drauf. Aber gut, dass ihr es wisst, Chat. Ich frage mich, welche geheimen Texte an einem solchen Ort verborgen sein könnten. Vielleicht kann ich mir dieses Buch entleihen, wenn ich die Zeit dazu habe, vorausgesetzt Illuminata erlaubt ist. Okay, alles klar. Das war also ein Easter Egg. Sehr schön. So. Was haben wir denn hier? Das sieht vielversprechend aus. Die Familien der Schwester der Abtei Kirsau. Ja. Okay. Jetzt müssten wir nur Latein können. Mutter Katharina hat anscheinend mit den Aufzeichnungen begonnen, vor fast 50 Jahren. Schwester Hildegard aus der Familie Gölderich in Ravensburg, ziemlich wohlhabend. Sie ist dann wohl nach Mutter Katharina Priorin geworden. Schwester Cecilia, Adelheid. Oh, das ist die Eintragung zu Mutter Sicilia. Okay. Augenblick. Sie stammt aus der Familie Welser. Das ist eine der mächtigsten Familien Augsburgs. Ihre Familie scheint jedes Jahr viel Geld an Kirsau zu spenden. Mehr Geld, als meine Familie in 10 Jahren macht. Ja, das hat man schon geahnt, dass da was mehr dahinter steckt. Schwester Gertrude aus Hof, die Kräuterkundlerin. Ihr Vater ist Apotheker, das erklärt es. Okay. Mathilda. Laienschwester. Ah, die Kellerin der Nonnen aus Kempten.
Eine Händlerfamilie. Sie haben Pigmente für das Kryptorium gespendet. Sehr aufmerksam. Ich muss mich bei Ihnen bedanken, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Hier haben wir noch einen Eintrag. Diese Vermerk besagt, dass Schwester Mathilda... Aha! Dieser Vermerk besagt, dass Schwester Mathilda die Abtei für mehrere Monate verlassen hat. Das könnte sie sein. Aber sie lebt noch. Also die Vermutung, dass sie tot ist, stimmt dann nicht. Warum sollte sie in eine Einsiedelei gehen? Es kommt mir seltsam vor, dass ihr Eintrag der einzige mit einem solchen Vermerk ist. Die Daten vor 3 Jahren. Das war kurz vor Vater Matthias Tod. Was bedeutet, dass es in der Zeit von Baron Rotvogels Besuch war? Das muss es sein. Mathilda muss die Nonne sein, die der Baron bei seinem letzten Besuch verletzt hat. Ich sollte erneut mit Mutter Cecilia sprechen und mit Schwester Mathilda. Okay, sehr schön. Was haben wir hier? Will ich trotzdem nochmal lesen? Oh, das sollte interessant sein. Schwester Illuminata. Eigentlich Angelina aus der Familie Capocci in Perugia. Es scheint über einen alten Abt namens Rudolf eine Verbindung nach Kirsau zu geben. Ihre Familie spendet auch jedes Jahr Geld an die Abtei. Geht's hier noch weiter? Oh, Leute, wir lesen uns alles durch, ganz klar. Sophie aus Birgitz. Ihre Familie ist arm, aber sie hat Mehl gespendet. Wir könnten uns eigentlich auch immer die Bilder anzeigen lassen, habe ich jetzt verpeilt. Lisbeth, Leinschwester aus Utrecht. Das ist sie. Sie scheint vor ihrer Ankunft ein ereignisreiches Leben geführt zu haben. Ehemann und Kind, beide verstorben. Ihre Händlerfamilie hatte eine Verbindung nach Kirsau durch die Kaufmanns in Rothenburg ob der Tauber. Okay. Schwester Margarete. Oh, das blinde Mädchen, das Gertrude hilft. Ja. Sie ist nach einer versuchten Behandlung ihres grauen Stars erblindet. Ach du Schreck. Wohlhabende Bauernfamilie. Sie haben Wolle und Weideland in Krimmel gespendet. Schwester Sterna. Das ist sicher spannend. Tochter der Rosenbergs aus Tabor. Eine überaus einflussreiche Familie in Böhmen. Sie haben ein Vermögen an die Abtei gespendet. Kein Wunder, dass Mutter Cecilia und der Abt ihr alles durchgehen lassen. Okay. Ja. Gut. Mit Cecilia oder Mathilda sprechen. Alles klar. Wichtige Informationen, die wir erhalten haben. Dann müssen wir uns jetzt hier nur irgendwie mit Mathilda sprechen. Ja. Ich denke, ich werde auf jeden Fall gerne mit ihr sprechen. Da kommt jemand. Wer ist es? Was machen die beiden hier? Oh! Was um alles in der... Mist. Was mache ich jetzt nur? Ja, laufen. Ich würde sagen, wir warten. Scheinbar ist Andreas nicht der Einzige. Du bist ja genau. Nein, wir erpressen die nicht. Nein, 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 nein. Weiß ich nicht. Nee, so fies möchte ich nicht sein. Wir warten. Du musst nur warten, bis sie fertig sind und dann gehen. Es kann ja nicht allzu lange dauern, oder? Ich sollte nicht nur herumsitzen und schauen. Ach, wir können mitmachen. Oder wie ist das gemeint? Wenn ich nicht gehen kann, bevor die Schwestern am Morgen kommen, wird es noch schlimmer. Tja, es ist vielleicht nicht schlimm, wenn Stena mich zuerst findet. Vielleicht sind wir Freunde. Ich bin mir bei ihr nicht sicher. So, was machen wir denn jetzt? Chat, was meint ihr? Was sollen wir tun? Einfach mitmachen, ja. Ist leider keine Option jetzt hier. Erpressen? Ach, weiß ich nicht.
kann nicht länger als 5 Minuten dauern. Ich meinte, wir sind rhetorisch begabt, ne? Da kann man das vielleicht auch schon mal machen. Tja. wisst ihr was? Ich glaube, mein erstes Bauchgefühl war zu sagen, wir warten einfach. Aber die Vorstellung, jetzt hier aufzutauchen und sie in ein Gespräch zu ziehen, ist einfach zu köstlich, oder? Wie, aber das war doch nicht der Abt selbst, oder? War das der Abt? Er sah ein bisschen aus wie der Abt, aber nee, es war nicht der Abt. Nee. Aber ich glaube, wir reden doch. Das ist einfach zu köstlich jetzt. Ich werde mit Ihnen sprechen. Ja, wer weiß. Vielleicht kriegen wir ja auch irgendwas. So ein bisschen, ja, ein bisschen Erpressungspotenzial ist vielleicht nicht schlecht. Oh, nun. Hallo. Guten Abend. Rüdiger ist das. Was? Was macht ihr hier? Andreas, was hat das zu bedeuten? Seid ihr uns hierher gefolgt? Was soll ich Ihnen sagen? Es ist offensichtlich eine heikle Angelegenheit. Sie sind selbstverständlicherweise besorgt. Sollte ihr ständig ein bekannt werden, könnten sie beide aus Kirso verbannt werden oder Schlimmeres. Tja, ich würde eher sagen, sag ihnen die Wahrheit, du suchst noch Hinweisen. Sie werden das schon verstehen. Sie werden wahrscheinlich wohlwollend reagieren und es sollte klar sein, dass ich nicht hier bin, um sie heimlich zu beobachten. Mathieu könnte Verdacht schöpfen, aber ich glaube, dass ich ihn überzeugen kann. Ja, ich glaube, den Weg gehe ich. Andreas, was hat das zu bedeuten? Seid ihr uns hierher gefolgt? Ja, okay. Ich wollte euch nicht erschrecken, ich suche nach Hinweisen auf den Mörder des Barons. Ich weiß, dass Bruder Piero es nicht war. Jemand anderes aus der Abtei oder der Stadt muss der Täter sein. Ihr wisst, dass Piero ein guter Mann und ein frommer Mönch ist. Ich kann ihn nicht sterben lassen. Oh gut, ich kann nicht glauben, dass Bruder Piero vielleicht getötet... Bitte verzeiht, es ist einfach so schrecklich. Ich bete zu Gott, dass Piero Gnade erfährt und der wahre Täter gefunden wird. Ich bin froh, dass ihr tut, was ihr könnt, um ihm zu helfen. Für uns anderes ist es schwierig zu handeln, da die Meinung des Abts feststeht. Andreas, inwiefern hilft dir das Schleichen durch die Bibliothek dabei, Bruder Pieros Unschuld zu beweisen? Ich bin nicht sicher. Wisst ihr, warum Schwester Mathilda in eine Einsiedelei geschickt wurde? Ja, da war eine Zeit, in der sie abwesend war. Eines Tages war sie einfach fort. Den Grund kenne ich nicht. Ich mische mich in der Regel nicht in die Angelegenheiten der Mutter Cecilia ein. Ich habe nie mit ihr gesprochen, aber Voislav hat mir erzählt, dass sie aus gesundheitlichen Gründen in eine Einsiedelei geschickt wurde. Rüdiger! Warum kennt Voislav Mathildas Aufenthaltsort? Sie sind beide Kellerer und gehen für Belange der Abtei in die Stadt. Genau wie ihr mehr mit Schwester Illuminata zu tun habt als ich, hatte Bruder Voislav mehr mit Schwester Mathilda zu tun. Ich wünsche euch so oder so viel Erfolg dabei, Bruder Pieros Unschuld zu beweisen. Okay, wir können also mit ihm noch sprechen. Ich vertraue darauf, dass ihr all dies für euch behaltet. Solange ihr dasselbe tut. Natürlich. Wir werden den anderen nichts sagen. Wir sollten gehen. Gute Nacht, Andreas. Okay, das lief doch gut. Direkt nochmal eine neue Information bekommen. Wie er immer guckt, völlig entsetzt. Okay, jetzt bleibt uns hier keine andere Wahl. Wir müssen schlafen. Aber Mitternacht? Oh mein Gott. Andre. Wir starren das Kind an. Es ist mitten in der Nacht, Ursula. Was macht ihr hier oben? Stöpf. Verstehe.
Soll ich euch eine Geschichte erzählen? Würde euch das beim Einschlafen helfen? Hm? Das erste ist ja eine sehr gruselige Geschichte. Lasst mich euch die Geschichte des kleinen Mädchens erzählen, das den schläfrigen Künstler heimsuchte. Es war einmal ein Künstler, der sehr hart daran arbeitete, einen Auftrag und sein eigenes Meisterstück fertigzustellen. Und er wohnte bei einer Bauernfamilie, während er in der Abtei arbeitete. Die Familie war nett, aber sie hatten ein kleines Mädchen, das den Künstler mit einem Stock in den Fuß stach, während er schlief. Kommt euch das schon bekannt vor? Wegen ihr konnte der Künstler nicht gut schlafen. Seine Kunst war also nicht so gut, wie sie hätte sein sollen. Und schlafen war eine der absoluten Lieblingsbeschäftigungen dieses Künstlers. Aber das kleine Mädchen stach ihm einfach immer wieder mit einem Stock in den Fuß, während er schlief. Als ob es ihr völlig egal wäre. Aber es war alles in Ordnung. Der Künstler wusste, dass es nicht ihre Schuld war. Sie war nur ein kleines Mädchen, das nicht schlafen konnte. Also erzählte er ihr eine Geschichte. Gute Nacht, Ursula. Aha. Was? So lange schlafen wir? Ja, okay. Essen. Gut, liebe Leute. Ein perfekter Moment, um diese Folge, diesen Abend zu beenden.